Exkurs, Einblick in die Welt der Wissenschaft, eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Dialog an Deck, vernetzt oder verloren, die digitale Datenflut. Die Diskussionsrunde fand am 2. Juli 2014 auf der MS Wissenschaft in Bonn statt. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Monika Seinsche und ich begrüße Sie zur Dialog an Deck-Veranstaltung. Vernetzt oder verloren, die digitale Datenflut. Das ist eine Veranstaltung in Kooperation mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ich darf, muss und möchte Sie darauf hinweisen, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen, nur das Audio. Sie dürfen sich also weiter am Kopf kratzen, nur wenn Sie das nicht möchten, dann dürfen Sie während der Veranstaltung nicht sagen. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr darüber, wenn Sie sich beteiligen an der Diskussion hier. Wir möchten in den nächsten anderthalb Stunden mit Ihnen zusammen darüber diskutieren, wie digitale Medien unseren Alltag verändern, unsere persönlichen Beziehungen verändern, vielleicht auch unser Wertesystem verändern, welche Suchtpotenziale digitale Medien darstellen, wer da anfällig ist für Süchte und natürlich aber auch, welche Chancen diese Flut an Informationen, diese Flut an Daten für uns alle bietet. Dafür darf ich hier ganz herzlich auf dem Podium begrüßen Sabine Hörter, direkt neben mir. Ist Diplompädagogin und leitet das Medienzentrum hier in Bonn. Das ist eine zentrale Einrichtung, die sich zur Förderung von Medienkompetenz an Bonner Schulen widmet. Daneben Dr. Kaya Timm ist Professorin für Medienwissenschaften und Intermedialität am Institut für Medienwissenschaften der Universität Bonn. Und sie forscht seit vielen Jahren zum Thema Online-Medien. Und der letzte in der Reihe ist Dr. Christian Montag. Er ist Privatdozent in der Abteilung für Differentielle und Biologische Psychologie am Institut für Psychologie, ebenfalls hier an der Universität Bonn. Und er forscht dazu, was wir eigentlich den ganzen Tag mit unserem Smartphone machen, beziehungsweise inwieweit die Nutzung dieses Smartphones noch gesund ist oder vielleicht auch nicht mehr gesund ist, also inwieweit es zum Thema Internetsucht geht. Ich würde gerne anfangen mit Ihnen, Frau Timm, zu den Online-Medien. Bevor wir darüber reden, was wir eigentlich machen und über die Online-Medien reden, wüsste ich gerne, was ist das eigentlich? Wir wissen natürlich alle, wir benutzen alle Twitter, Facebook und so weiter, aber wie unterscheiden sich diese Online-Medien inhaltlich eigentlich von den klassischen Medien? Oh, da muss ich jetzt, also muss ich jetzt ganz kurz machen, weil sonst habe ich hier eine Vorlesung und ich will Sie ja nicht langweilen. Also wir haben bestimmte, ich sage jetzt mal Kombinationen. Ich fange mal mit etwas an, was viele von Ihnen vielleicht noch gar nicht so kennen. Das ist die Kombination zwischen Fernsehen, dem sogenannten auch interaktiven Fernsehen und dem Handy. Handy ist ja so ein deutsches Kunstwort, aber was auch immer. Das nennen wir zum Beispiel Smart Television, ja, oder Second Screen. Also wir haben leider sehr viele englische Bezeichnungen, wenn wir wissen. Daran sehen Sie, da werden schon zwei Medien in was Neues kombiniert. Das heißt, wir können gar nicht mehr davon ausgehen, dass es irgendwo so ein Endgerät gibt, ja? Sondern wir gehen davon aus, dass, und meine Professur heißt auch Intermedialität, dass sich über diese Mediennutzung ganz neue Medienkulturen etablieren. Und deswegen sprechen wir eigentlich eher von digitalen Medienkulturen. Also mit Ihrem Smartphone können Sie ja filmen, fotografieren und übrigens auch noch telefonieren. Sie können Texte und den ganzen Input, den Sie geleistet haben, verschicken. Das heißt, die Medien in dem Sinne kann man gar nicht mehr so begrenzen, sondern sie kombinieren sich konstant miteinander und reproduzieren sich selbst. Jetzt kennen ja zumindest wir alle hier auf dem Podium auch noch eine Zeit, wo es die nicht gab, diese digitalen Medien. Frau Hörter, Sie arbeiten aber hauptsächlich mit Menschen, die nur mit digitalen Medien aufgewachsen sind. Wie nutzen diese, ich nenne es mal Digital Natives, die digitalen Eingeborenen, diese Medien? Haben die ein anderes Nutzungsverhalten als Erwachsene? Ja, sie nutzen sie völlig selbstverständlich. Also das für Jugendliche oder Kinder ist es relativ unvorstellbar, dass man nicht irgendwie alles direkt und prompt nachforschen oder irgendwo recherchieren konnte. Ja, sie sind da sehr, relativ offen in der Nutzung, aber auch ja, relativ unbedarft, was vielleicht auch mögliche Risiken oder Interessen derjenigen sind, die diese Angebote zur Verfügung stellen. Es ist ja alles kostenlos und ja, wie dann auf anderer Seite das finanziert wird, ist wenig bewusst. Das ist ein Aspekt, auf den wir gleich noch zurückkommen. Ich würde zuerst Herrn Montag mit einbeziehen. Was ist eigentlich die Internetsucht? Also was versteht man darunter? Ich meine, wir alle nutzen das Internet, aber
ich denke, die wenigsten von uns fühlen sich zumindest süchtig. Das ist eine ziemlich schwere Frage, direkt zum Anfang. Zunächst erstmal, es gibt keine offizielle Diagnose Internetsucht. Das heißt, wenn jemand denkt, er wäre betroffen und geht zum psychologischen Psychotherapeuten oder zum Psychiater, dann wird er das in keinem Diagnosebuch momentan finden. Wobei tatsächlich die Diskussion momentan international sehr stark geführt wird, ob eben Internetsucht als Begriff aufgenommen wird. Es werden mehrere Symptome, die wir generell aus der Suchtforschung kennen, diskutiert, die dann mehr oder weniger eins zu eins übernommen werden, wo man dann eben eventuell von Internetsucht sprechen kann. Das ist zum einen eine ständige gedankliche Beschäftigung mit dem Medium, auch wenn ich nicht online bin. Das heißt, ich denke schon wieder an die nächste Sitzung, ich kann es kaum noch erwarten, die Kiste wieder anzuschalten. Dann haben wir sowas wie Entzugssymptome, das kennt vielleicht der eine oder andere auch. Er geht aus dem Haus raus und hat das Smartphone vergessen. Was macht das mit mir? Ich werde ganz nervös, ich werde hibbelig. Im schlimmsten Fall gehe ich zurück, weil ich es gar nicht aushalte. Gut, der eine oder andere braucht es beruflich, ne? Das ist natürlich klar. Aber ich glaube, der Punkt ist gemacht, jeder kennt die Situation vielleicht, was eine milde Form einer Entzugssymptomatik sein kann. Und wir haben sowas wie eine Toleranzentwicklung, die wir beobachten können. Ganz wichtiger Begriff aus der Suchtforschung. Ein steigender Medienkonsum, um die gleiche Befriedigung aus dem Medium zu ziehen. Das heißt, ich habe jetzt das neue iPhone vor mir liegen, mache die Kiste auf und sage, ah, ist das ein tolles Gerät, und direkt fühle ich mich ganz gut, weil das Gerät so toll ist und es macht Spaß, es zu bedienen. Und um genau dieses gleiche Glücksmoment zu erfahren, brauche ich eben beim nächsten Mal schon wieder die halbe Stunde mehr, um das Gerät zu nutzen, und übermorgen eine Stunde oder zwei Stunden und so weiter. Diese steigende Nutzung, Toleranzentwicklung, ist sicherlich auch ein Symptom, was eben auf eine Internetsucht hinweisen kann. Wer nutzt denn eigentlich das Internet? Haben Sie dazu Untersuchungen gemacht? Also wer nutzt es bzw. ist dann auch anfällig für diese Internetsucht? Na gut, also erstmal generell, die meisten Leute, muss man sagen, sind ja in einer ganz normalen Nutzung drin, und mal ganz ehrlich, heutzutage ohne das Internet gehen die meisten Jobs nicht mehr. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass eben Kinder Medienkompetenz lernen, da werden wir gleich sicherlich noch drüber sprechen. Das heißt, erstmal normale Internetnutzung ist nicht pathologisch und ist ganz, ganz wichtig, um unseren Alltag und auch unseren Job zu ermöglichen. Wenn wir jetzt in die Extrembereiche gehen und uns die Frage stellen, wer ist besonders anfällig, da haben wir ja schon ein sehr, sehr genaues Verständnis davon, wer eigentlich in dieser betroffenen Gruppe drin ist. Das ist etwas, was wir global beobachten können. Wir haben da selber Studien gemacht in China, in Taiwan, Spanien, Südamerika auch, in zahlreichen Ländern in Europa. Und ein Pattern kommt immer wieder zum Tragen. Wir nennen das Ganze Selbststeuerungsfähigkeit. Das ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Und darunter kann man Menschen verstehen, die, wenn sie eine geringe Selbststeuerungsfähigkeit haben, sich dadurch auszeichnen, einen niedrigen Selbstwert zu haben. Die sind also nicht mit sich zufrieden, nicht mit sich im Reinen. Die sagen, oh, ich wäre gerne jemand anders, ich wäre gerne besser. Das sind Leute, die Probleme haben, ihren Alltag zu strukturieren. Also schieben Dinge auf, sagt immer so, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Genau das machen die aber, es werden immer wieder Dinge verschoben. Und sind eben mit sich auch nicht zufrieden. Und das sind Leute, die eben besonders oft in dieser Gruppe der problematischen Internetnutzung zu finden sind. Wir haben gerade eben schon die Medienkompetenz angesprochen. Was müssen Kinder lernen für diesen kompetenten Umgang mit Medien? Das Extremfall wäre natürlich, um nicht in diese Sucht zu fallen, aber auch um zum Beispiel nicht Opfer von Kriminalität zu werden. Ja, das ist eine ganze Menge, was Kinder da lernen müssen. Und ganz wichtig ist, gerade wenn Sie sagen, nicht Bezug zu Internetsucht oder Kriminalität, dass es nicht nur darum geht, wie bediene ich irgendein Gerät. Also das ist was in den Schulen schon angekommen ist, dass man das vermittelt, wie man einen Text schreibt oder wie man eine PowerPoint macht. Aber dass es auch darum geht, das auch zu reflektieren, was ich da tue, dass man das oder auch, dass man es auch produktiv nutzen kann, also dass man nicht nur ja, es irgendwie anwendet, sondern zum Beispiel auch mit einem Smartphone kann man auch unglaublich tolle kreative Dinge machen, und wir versuchen dann auf Problembereiche auch darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich damit kreativ auseinandersetzen können, also dass sie zum Beispiel eine Fotostory zum Thema Cybermobbing machen, um dann einen Zugang zu bekommen, sich nicht vorne hinzustellen und zu sagen, das ist aber böse und das sagt man aber nicht, sondern das kreativ aufzuarbeiten. Kommen wir mal zu den Inhalten. Frau Timm, Sie haben eine Studie dazu gemacht, oder ich glaube, Sie sind sogar noch dabei, diese Studie zu machen, wie bestimmte gesellschaftliche Gruppen, in diesem Fall Politiker, ein Online-Medium, nämlich Twitter, nutzen.
Was ist da bisher rausgekommen? Darf ich vielleicht einen kleinen Kommentar noch machen zum Thema Medienpädagogik? Also da liegt mir, das liegt mir wirklich am Herzen, obwohl meine Kinder jetzt also über den Zeitraum der Erziehung schon lange hinaus sind. Aber der Begriff, den Sie auch gebraucht haben, diese sogenannten Digital Natives oder übersetzt digitale Ureinwohner, ist ein bisschen sperrig auf Deutsch, aber das wird benutzt. Ich halte das für ganz fatal, dass der Begriff überhaupt genutzt wird. Weil wenn Sie das Wort Ureinwohner nehmen, dann steckt dahinter ja der Grundgedanke, das sind Menschen, die ein Land kennen. Die sind dort groß geworden, die kennen alle Regeln, die wissen genau Bescheid und sie können uns, den Touristen, den Besuchern oder sozusagen denen, die lernen, mit den Regeln umzugehen, etwas beibringen. Das heißt, die Metapher ist furchtbar falsch, weil sie so tut, als könnten die Jungen, ich sage jetzt mal wirklich die zwischen 8 und sag jetzt mal 12, als hätten sie diese Kompetenz. Und wir wissen aber wirklich aus der Medienpädagogik, was ich zum Teil ja auch unterrichte und auch erforsche, dass dem wirklich nicht der Fall ist. Und deswegen ist diese Bezeichnung als wissenschaftlicher Terminus hochgradig problematisch, weil er etwas impliziert, was wirklich faktisch nicht stimmt. Und der Gedanke, dass nur weil jemand, sag jetzt mal, die 30 oder sogar die 50 überschritten hat, und natürlich deswegen kein Mensch ist, der mit den digitalen Medien geboren ist sozusagen, dass der weniger kompetent ist per se, nur weil er älter ist, ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem in der Diskussion in der Medienpädagogik. Also von daher vielleicht diesen kleinen Einwand noch am Rande. Den dürfen Sie gerne machen. Ich komme darauf zurück. Wir verschieben das Twitter-Thema nach hinten. Bleiben wir mal bei dieser Kompetenz. Frau Hörter hatte mir im Vorgespräch gesagt, die Eltern und auch die Lehrer fühlen sich aber überfordert. Also die Generation, die da drüber ist, damit haben wir ein großes Problem, oder? Wir haben zum einen die Ureingeborenen, die aber vielleicht von einigen Aspekten, die es sicherlich bedienen können und wahrscheinlich auch besser als jeder von uns, aber im Zweifelsfall über Sicherheitsaspekte oder andere Aspekte, Datenschutzaspekte nicht nachdenken, kein Wissen haben. Und gleichzeitig haben wir die Generation da drüber, die sich überfordert fühlt. Wie löst man dieses Problem? Also vielleicht auch noch eine Beobachtung. Wenn Sie nur mal an die Zahlen gehen, ja? Jugendliche zum Beispiel gehören nicht zu den Twitter-Nutzern. Wir haben, das kann die Kollegin bestimmt sogar noch genauer sagen, wir haben unter den Jungen, wirklich Jungen, ich sage jetzt mal unter 15, nicht mal 3% Twitter-Nutzer. Das heißt, das ist eine Kultur der älteren Generation. Jetzt ist aber nun Twitter eines von den wirklich maßgeblichen Social Media, gehen Sie in die USA, Obama hätte nie gewonnen, schon mal gar nicht seine zweite Wahl, ohne dass er dieses sehr klug genutzt hätte. Das heißt, wir haben faktisch wirklich eine Generationenspaltung, die sich in dem Gebrauch niederschlägt. Ja? Und das ist natürlich ein doppeltes Problem. Das heißt, die Jugendlichen sind eher bei WhatsApp beispielsweise, bei den ganzen interaktiven Chatfunktionen eher dieses soziale Netzwerk bedienen. Und wir, die Älteren, eher bei funktionalen, wir nennen das Diffusionsmedien, mit denen man ganz schnell zum Beispiel Nachrichten durch die Gegend schicken kann. Und da sehe ich ein großes Problem auch. Frau Hörter, wie lösen Sie dieses Problem? Ja, das ist eine gute Frage. Wie löst man dieses Problem? An sich muss man die Eltern und die Lehrer kompetent darin machen, diese Kompetenzen zu vermitteln. Ich versuche den Lehrern immer begreiflich zu machen, dass sie nicht meinen müssten, sie könnten in der Bedienkompetenz die Schüler überholen, weil das müssen sie gar nicht. Aber sie haben ein größeres Spektrum an Lebenserfahrung, was eine gewisse Kritikfähigkeit mitbringt, die man Schülern eingeben kann. Und wenn man mit Interesse auch einfach nachfragt, was macht ihr denn da und wie nutzt du das und warum nutzt du das, wie, und dann einfach nachfragt, ohne dass das so einen verboten Charakter bekommt, dann kann man da eine Menge erreichen. Also das erlebe ich immer wieder, wenn ich in Schulklassen gehe, dass die Lehrer immer ganz erstaunt sind, dass sie völlig neue Seiten an ihren Schülern entdecken oder ganz viele Dinge, die sie einfach nicht wussten, was sie wie nutzen. Weil das ist ein ganz großes Spektrum, der sich aber außerhalb der Schule meistens abspielt. Sie haben gerade eben schon die sozialen Medien angesprochen. Herr Montag, wie verändern sich diese sozialen Medien, beziehungsweise welchen Einfluss hat die Nutzung von Smartphones auf persönliche Beziehungen? Sie haben dazu Gehirnuntersuchungen gemacht, oder? Ja, zunächst, wir sind dabei, diese Untersuchungen zu machen. Das heißt, wir haben noch keine finalen Ergebnisse. Die Idee, die wir jetzt momentan in unserer Forschung zunächst verfolgen, ist, dass wir eben jetzt nicht nur Selbstreportdaten von Leuten erheben und sagen, naja, wie groß ist eigentlich euer soziales Netzwerk, sondern dass wir es diesmal aufzeichnen wollen. Dafür ist das Handy natürlich, Smartphone, extrem gut geeignet. Die meisten Leute können
A, ihren Konsum schlecht einschätzt, noch haben sie auch so einen richtigen guten Überblick über die Größe ihres sozialen Netzwerkes. Also jetzt mal zu fragen, wie viele Freunde hast du, und fängt man erstmal an zu zählen. Und im Zweifel ist es immer besser, Falten aufzuzeichnen. Und was wir jetzt machen, ist, wir kombinieren eben Brain Scans, also Hirnaufnahmen des Gehirns, sowohl Strukturaufnahmen, wie die Hardware unseres Gehirns ist, als auch funktionelle Aufnahmen. Das heißt, wir schauen dem Gehirn beim Arbeiten zu. Wir haben eine genetische Ebene und kombinieren das eben mit diesen Smartphone-Variablen. Erste Studien aus den USA, die haben wir nicht selber gemacht, legen Zusammenhänge nahe, dass die Mandelkernareale, die eine wichtige Funktion in unserem Gehirn für die Emotionsverarbeitung haben, allerdings auch eben für den Aufbau von Vertrauen bei Menschen, dass die interessanterweise vergrößert sind vom Volumen, wenn Leute ein sehr großes soziales Netzwerk haben. Das heißt, je mehr Volumen... Ein großes soziales Netzwerk im Internet. Oder muss es präsent real sein? Präsent erstmal real. Und jetzt ist ja Ihre Frage gewesen, also was macht eigentlich jetzt die digitalen Medien mit uns, die digitalen sozialen Netzwerke? Hier ist ganz interessant, dass die ersten Daten darauf hinweisen, dass in der Regel die meisten Leute in den sozialen Netzwerken eigentlich das echte soziale Netzwerk auch pflegen. Es ist sehr, sehr selten der Fall, dass wir Freundschaften nur online pflegen, die wir im Alltag niemals sehen. Und das gilt auch, was die Quantität der Beziehung betrifft. Also gerade die Leute, die mir jetzt sehr, sehr nahe stehen, die werde ich auch über die Online-Medien wesentlich häufiger kontaktieren, als eben eine Person, die ich nicht so häufig sehe. Natürlich können wir heute Freundschaften rund um den Globus auch mit diesen Medien eben pflegen, aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass das echte soziale Netzwerk sich sehr, sehr gut eben in den sozialen Medien online widerspiegelt. Das heißt, der Nerd, der das Haus nicht verlässt, aber 400 Facebook-Freunde hat, ist eher ein Vorurteil. Ganz genau. Frau Timm, Sie nicken auch. Ja. Kann ich bestätigen. Also wir haben Studien gemacht unter den Studierenden und verglichen mit einer älteren Altersgruppe, und das kam genau dabei raus. Wir waren eigentlich selber überrascht. Aus den USA gibt es andere Studien, muss ich auch dazu sagen. In den USA gibt es eine große Studie, die gefragt hat, ob man auch Menschen, sozusagen mit Menschen regen Kontakt hat, also mindestens einmal die Woche kommuniziert, die man nur übers Internet kennt und auch noch nie persönlich gesehen hat. Und diese Zahlen sind bei uns viel, viel, viel geringer. Also bei uns ist eher so, ich weiß nicht, wenn Sie Ihre Kinder oder vielleicht auch schon Enkel beobachten, die Kids kommen nach Hause, werfen den Rechner an, Facebook, aber Facebook wird mit den Kids, die sie eine Stunde vorher in der Schule gesehen haben. Ja? Also das ist eigentlich so das überwiegende Verhalten von den deutschen Jugendlichen. Sie haben gerade die Kinder angesprochen, die nach Hause kommen und auf Facebook erstmal gucken. Frau Hörter, ich habe vor ungefähr einer halben Stunde ein neues Wort gelernt, das heißt Fubbing. Gibt es eine andere Herangehensweise von Kindern, die Internet nutzen und gleichzeitig aber auch noch mit anderen Menschen kommunizieren, was vielleicht Erwachsene sehr unhöflich finden? Ja, also mir fällt das immer auf, dass es aber... Ich merke oder stelle das auch bei Erwachsenen fest. Also es ist jetzt nicht so, als wären die Kinder und Jugendlichen die Bösen, die immer das Smartphone in der Hand haben, und die Erwachsenen die Guten, die sich noch brav miteinander unterhalten. Weil wenn man so durch Bonn geht, sieht man das auch häufig bei Älteren, dass sie nebeneinander sitzen und irgendwie ist jeder mit seinem Smartphone beschäftigt und man unterhält sich nicht mehr so richtig. In der Hinsicht gehöre ich dann auch schon zur alten Generation, die das als unhöflich empfindet, wenn jemand mit mir sich unterhält und dabei sein Smartphone nutzt. Ich glaube aber, dass manche da auch eine andere Sichtweise haben, sondern dass sie es eher aus der Sicht sehen, ich integriere die Person, die jetzt nicht in dem elitären Kreis ist und mit mir im Café sitzt, dadurch, dass ich sie durch die Kommunikation mit dem Smartphone mit einbeziehe. Das ist eine Sichtweise, die sich vielleicht nicht direkt auf Anhieb erschließt, sodass das gar nicht abwerten der real anwesenden Person ist, sondern eher den Kreis der Beteiligten vergrößern möchte. Wir haben die persönlichen Beziehungen angesprochen. Ich würde gerne den Kreis etwas erweitern, nämlich auf die gesellschaftliche Ebene gehen. Inwieweit bringt diese Digitalisierung, diese Informationsflut, die wir alle haben, die Kommunikationsmöglichkeit, die wir jederzeit haben, auch Prozesse wie Demokratisierung ist ein großes Wort, aber auch einfach gesellschaftliche Prozesse ans Laufen, Frau Timm? Ja, das ist vielleicht einer der ganz großen Umbrüche in der Debatte um das Internet insgesamt. Also vielleicht eine kurze Rückschau. Wir haben seit inzwischen 5 Jahren ein großes Forschungsprojekt zur Frage, wird sozusagen Politik anders diskutiert, seitdem es beispielsweise Twitter oder andere Social Media gibt?
Und am Anfang muss ich sagen, war ich eher der Typus, wir nennen das Medieneuphoriker. Das sind die Leute, die wirklich glauben, dass wir über diese Möglichkeiten der Beteiligung, die ja uns jetzt offen stehen, eine, sage ich mal, bessere Kultur, eine bessere Demokratie, eine bessere Politik haben. Und ich gebe zu, ich bin da immer noch nicht ganz von abgekommen. Ja? Aber natürlich hat uns alle, die sehr daran glauben, dass Beteiligung für Demokratie kategorisch wichtig ist, hat uns alle der NSA-Skandal vollständig durchgeschüttelt, das muss ich einfach sagen. Seitdem ist der Gedanke, dass wir eben das, was wir tun, denken Sie an Stuttgart 21, denken Sie an die verschiedenen Formen von Bürgerbeteiligung, die Republik wirklich geschockt haben. Ja? Und da war Twitter übrigens auch schon ganz wichtig. Seitdem sehen das viele von meinen Kolleginnen und Kollegen übrigens auch international ganz anders. Wir sind sehr, also es gibt eine tiefe Enttäuschung darüber, übrigens auch in den Ländern wie jetzt Nordafrika, die ja wirklich auch zum Teil gerade über Facebook, weniger über Twitter, aber gerade über Facebook, sich während dieses berühmten nordafrikanischen Frühlings ausgetauscht haben. Auch dort ist die Angst vor Kontrolle, die Angst vor sozusagen Eingriffen, Zensur gefunden werden, das ist nicht nur in China so, das ist inzwischen in ganz vielen Ländern so. Und diese Diskussion ist fatal für den Gedanken, dass das Internet mehr Freiheit ermöglicht. Lässt sich das denn ändern oder ist es nur ein naiver Gedanke, dass man mit Datenschutz, mit konkreten Datenschutz daran etwas ändern könnte? Herr Montag oder Frau Timm? Also was den Datenschutz erstmal betrifft, glaube ich, haben wir nach wie vor auch als Wissenschaftler die große Aufgabe, mehr Aufklärung zu machen. Die Medien machen es auch, aber wir sehen doch, dass gerade was Facebook betrifft, WhatsApp und so weiter, die Leute, wenn sie einen coolen Service bekommen, zum Beispiel das Google Business Modell, so nennen wir es, gibt den Leuten einen coolen Service an die Hand und die geben uns dafür gratis ihre Daten, dass das in der Regel zieht. Es wird recht unbedarft damit umgegangen, auch nach wie vor, was irgendwie online gepostet wird, was scheinbar dann in privaten Gruppen drin ist, es kommt ja trotzdem irgendwie raus. Und vor allen Dingen ist den meisten Usern nicht klar, was eben indirekt, selbst wenn ich in den Medien nicht drin bin, also ich bin zum Beispiel nicht bei Facebook, trotzdem eben diese großen Companies über mich indirekt wissen, weil ich eben Service nicht nutze. Das ist auch eine Information, die verwendet wird. Das heißt, wir müssen hier mehr Bewusstsein schaffen, um eben den Datenschutz auch noch weiter nach vorne zu bringen. Aber natürlich haben diese digitalen Medien, und ich möchte mal nennen, die digitale Revolution auch viele, viele Vorteile. Wir hatten es eben gehört, die Euphorie ist vielleicht ein bisschen verklungen, aber natürlich hat das viele gesellschaftliche Prozesse nach vorne gebracht. Denken wir auch an die Produktivität der Gesellschaft, wie schnell wir heute arbeiten, wie gut wir kommunizieren können. Aber auch hier, glaube ich, ist es eine umgekehrte U-Funktion. Bis zu einem gewissen Grad hat uns die digitale Revolution nach vorne gebracht. Ich glaube, dass wir mittlerweile am Arbeitsplatz zu viel an digitalen Einflüssen eben auf uns einprasseln haben. Jeder kann sich das vorstellen. Ich sitze vor meinem Bildschirm an der Tastatur und habe mein Handy daneben geparkt. Wenn ich jetzt alle Kanäle offen habe, das heißt WhatsApp, Facebook, kann ich mich eigentlich gar nicht mehr auf das konzentrieren, was ich machen muss. Denn wir wissen aus der Psychologie, das ist der sogenannte Flow-Begriff, wir brauchen eine gewisse Zeit, um uns mit einem komplexen Gegenstand eben auseinanderzusetzen und uns da rein zu vertiefen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe oder Sie irgendeine Berechnung machen müssen, Sie brauchen eine gewisse Zeit, um sich auf diesen Datensatz einzulassen. Wenn jetzt permanent in einem Intervall von 3-4 Minuten immer irgendwie eine Nachricht eben reinplinkt, dann wird meine Aufmerksamkeit immer wieder auf dieses Medium gelenkt und ich komme eigentlich niemals in diesen Prozess des Flows rein. Was ich hiermit sagen möchte, es gibt also anscheinend zu viel und wir müssen jetzt eben auch daran arbeiten, mit dieser digitalen Revolution, mit den Möglichkeiten, diese Kanäle besser zu steuern. Das heißt, im Einzelfall einfach mal das Handy ausmachen, wenn ich mich auf was konzentrieren muss, oder auch das E-Mail-Fenster schließen, damit nicht dauernd die E-Mails eben im Hintergrund reinrollen und angezeigt werden, wenn ich mich eigentlich auf etwas anderes konzentrieren muss. Frau Timm, gerne. Vielleicht nur eine Ergänzung. Das ist natürlich die persönliche Entscheidung. Ich glaube, das, was ich noch als größeres Risiko sehe, das ist die Entwicklung des Internets hin weg von dem großen Freiheitsraum hin zu einem durch und durch ökonomisierten Umfeld, in dem wir eigentlich nur noch Datenmasse sind. Und das ist das, was wir im Moment erleben. Aber wie genau lässt sich das denn verhindern? Da müsste man jetzt, also da gibt es natürlich große Streitigkeiten, das können Sie sich vorstellen. Also es geht ja nicht darum, das Internet als Freiheitsraum zurückzudrehen.
Ich glaube, das darf nicht sein. Aber wir haben mit Facebook, mit Google, wenn Sie überlegen, wo Google überall ist, ich will jetzt ja nicht ins Google-Bashing gehen, das ist auch ein bisschen billig, aber es geht schon darum, zu erkennen für den Einzelnen von uns, wie wertvoll Ihre Daten sind. Jedes Mal, wenn Sie zum Kaufhaus gehen und die fragen nach Ihrer Payback-Karte, dann zucke ich persönlich immer zusammen oder ob das in der Drogerie ist oder so. Das waren die Anfänge und das gibt es ja schon lange. Ja? Das heißt, wir machen das ja alles freiwillig. Wir geben allen freiwillig diese Daten. Und das ist eine Sache, die wir persönlich tun können. Wir können uns in unseren E-Mails schützen. Zum Beispiel, ich saß vor wenigen Wochen zusammen mit dem Chef der Telekom auf einem ähnlichen Podium. Und natürlich geht das. Natürlich kann man sich auch mit anderen Verschlüsselungsmethoden, die nicht so kryptisch sind, dass sie alle nur noch zucken, denken, dann mache ich nie, so ein Quatsch, ja. Das geht alles. Man muss es politisch wollen. Und ich glaube, darum geht es im Moment. Diese Debatte, und deswegen bin ich wirklich auch super dankbar für dieses Jahr der digitalen Gesellschaft, weil es gibt uns einfach die Gelegenheit, das ist auch eine politische Entscheidung. Jetzt haben wir keinen Politiker hier auf dem Podium. Deswegen geht die Frage an Frau Hörter. Wie kann man Menschen, gerade auch jugendlichen Menschen, beibringen, diese Gratwanderung zu vollziehen? Dieses, natürlich will ich Daten, natürlich will ich die mit meinen Freunden austauschen, gleichzeitig möchte ich aber nicht, dass die Google-Krake alles über mich weiß. Wie schafft man diese Gratwanderung? Ja, ich finde das immer faszinierend, wenn ich in Grundschulen bin, dann mache ich mit denen so einfache Dinge wie, füllt man einen Steckbrief aus und dann tragen die das alles schön ein und dann hängen wir die in der Klasse auf. Und dann kommen schon die Ersten, die stellen sich davor und sagen, das darf kein anderer sehen, das ist Privatsphäre. Das ist für mich dann immer ein Geschenk. Und da finde ich immer spannend, da hatte ich das Gefühl, dass es bei jüngeren Kindern so eine, ich möchte es jetzt nicht eingeborenen Privatsphäre-Schutz nennen, aber dass es da so ein Gefühl gibt, dass es eigentlich schützenswert, was man dann im Verlauf der Pubertät oder wie Sie das auch gerade sagten, wenn der Service gut genug ist, dann vergesse ich das, darüber nachzudenken. Und ich glaube, man muss da wirklich früh ansetzen und das bereits von klein auf lernen, dass ich versuche, darüber nachzudenken und das können wirklich auch schon Jüngere. Was ist denn der Wert dieser Daten? Das ist natürlich schwierig, das fällt ja auch Erwachsenen schwer, überhaupt sich vorzustellen, welcher Missbrauch mit diesen Datenmengen betrieben werden kann. Aber auch Kinder und Jugendliche verstehen, dass wenn ein Produkt kostenlos ist und die Menschen, die das Produkt herstellen, irgendwie sich auch noch ein Brot beim Bäcker kaufen, dass die von irgendwas leben wollen. Das ist in der Musikindustrie nicht anders, in der Filmindustrie. Und darüber dann zu gehen auf diese persönliche Schiene, weil irgendwie von einem Großkonzern zu reden, der damit Geld macht, das ist immer so wenig greifbar. Aber das konkret an dem Lieblingsstar, der eben kein Geld verdient, wenn nicht jemand für seine Musik bezahlt, zum Beispiel. Das ist so ein Punkt und daran kann man dann so ein bisschen sensibilisieren, in der Hoffnung, dass sie das vielleicht noch im Hinterkopf haben, wenn sie 14 sind und anfangen, wild Fotos von sich zu posten. Okay. Vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich glaube, wir müssen auch einfach mal runterbrechen. Der Gesetzgeber ist auch gefragt hier. Also der hängt immer hinterher. Der muss eigentlich dafür sorgen, dass hier die entsprechenden datenschutzrechtlichen Vorkehrungen getroffen werden. Das ist ja auch nach wie vor jedes Mal ein Thema und ich auch Deutschland, glaube ich, die Regierung, die wehrt sich auch ganz gut dagegen. Das haben wir auch gesehen in der jüngeren Vergangenheit, gerade im Umgang mit Facebook, dass nicht alles toleriert wird. Das ist ein Thema, was von Medien aufgegriffen wird, aber im Endeffekt muss der Gesetzgeber hier eben Klarheit schaffen. Und ich möchte auf der anderen Seite nochmal darauf hinweisen, diese ganzen Daten, Big Data, das ist ja auch das Stichwort hier, wo wir gleich vielleicht noch drüber sprechen werden, hat ein riesiges Potenzial, auch Gutes eben zu bewirken, auch im Gesundheitswesen. Und hier ist es eben ganz, ganz wichtig, ähnlich wie das bei der Genetik eine Zeit lang gewesen ist, wo man gesagt hat, oh Gott, wenn jetzt meine ganzen genomischen Informationen bekannt werden, dann wird das von Versicherungen eben ausgeschlachtet und ich werde vielleicht gar nicht mehr versichert, dass wir genau ähnlich wie in diesem Fall damals eben auch hier ein enges datenschutzrechtliches Korsett brauchen, in dem wir uns bewegen, wo diese Daten eben zu Nutzen von unserer Gesellschaft eingesetzt werden. Vielen Dank. Genau bei dem Stichwort bleiben wir auch erstmal. Erzählen Sie uns doch, was Sie mit diesen Daten machen, um zum Beispiel Depressiven zu helfen. Also wir sind ganz am Anfang. Zunächst muss man erstmal sagen, bei unserem großen Mental-Projekt, Mental mit TH geschrieben, wollen wir zum ersten Mal charakterisieren, zusammen mit Alex Markowitz, der federführend ist, wie das Smartphone unsere Gesellschaft dominiert, weil das ist einfach bis jetzt noch nicht quantifiziert worden. Wir haben keine wirklich guten Daten darüber, wie das Smartphone unsere Gesellschaft eben
beherrscht und im Alltag beeinflusst. Auf lange Sicht ist sicherlich ein Potenzial da, um eben auch psychopathologische Erkrankungen wie Depressionen in der Therapie zu begleiten. Wie soll das stattfinden? Stellen wir uns mal vor, was sind so Kardinalsymptome beim Depressiven? Der ist antriebslos, der ist oftmals müde, der kommt morgens nicht mehr aus dem Bett, der schafft es wahrscheinlich noch nicht mehr die Spülmaschine auszuräumen. Und das wird sich unserer Idee nach in irgendeiner Form auch in der Mensch-Maschine-Interaktion in dem Muster mit dem Smartphone eben widerspiegeln. Das heißt, eine Person, die normalerweise viele Freunde gepflegt hat, immer draußen war, das würde sich dann zeigen, dass man viele Leute per WhatsApp benachrichtigt hat, dass man sich viel bewegt hat, wir haben GPS-Tracking in Handys drin, würde sich dann irgendwann, wenn diese Person depressiv wird, natürlich nicht mehr aus dem Haus bewegen. Das heißt, das GPS-Signal bleibt zu Hause hängen, wird wahrscheinlich nicht mehr viele E-Mails schreiben oder nicht mehr viele Leute kontaktieren und wenn in den E-Mails irgendwie negative Worte benutzen, das heißt, der Affekt hat sich verändert. Und diese Veränderungen, die kann man sich jetzt natürlich nutzbar machen, eben im Sinne einer Therapie, um auch wieder eine Stimmungsaufhellung zu beobachten. Und wir haben das große Problem, wenn jetzt zum Beispiel neue Psychopharmaka eingeführt werden, die müssen getestet werden, dass in der Regel ein Selbstreport-Inventar ausgefüllt wird, zweimal, dreimal über einen längeren Zeitraum. Und dann schaut man eben einfach, indem die Leute beantworten, mir geht es besser, aha, das Medikament wirkt. Das ist mal so ganz einfach formuliert. Mit den neuen Medien haben wir jetzt die Möglichkeiten, das Stichwort Granularität, sehr, sehr häufig Datenpunkte zu erfassen, täglich Verlaufsvariablen zu generieren, um sehr, sehr genau eben zu schauen, ob sich die Stimmung auffällt. Und ich glaube, das sind wahnsinnige Potenziale, die wir hier haben, um auch Therapiemöglichkeiten zu begleiten, um auch natürlich möglichst schnell eben in Krisen zu intervenieren. Das heißt, dass ein psychologischer Psychotherapeut mögliche Krisen sehr, sehr schnell mitbekommt, um hier Therapie eben zu verbessern. Aber was machen Sie, ganz kurze Nachfrage da noch, was machen Sie, um diese Daten zu schützen, die ja hochsensibel sind? Also momentan, diese Studie läuft noch nicht, muss man sagen. Das ist etwas, was sicherlich für die Zukunft geplant ist. Wir haben jetzt schon aktuell eigentlich, muss man sagen, die notwendigen Voraussetzungen, um solche Studien und solche Techniken in der Therapie einzusetzen. Das ist nämlich die Schweigepflicht, die es gibt zwischen dem Mediziner und dem Patienten oder dem psychologischen Psychotherapeuten und dem Patienten. Das ist ein uraltes Gesetz, ungeschrieben. Das kennt jeder, wenn er zum Arzt geht, dass der Arzt nicht plaudert, dass der psychologische Psychotherapeut nicht plaudert. Wenn das ordentlich umgesetzt wird, das heißt, ganz klar ist, dass nur in diesem Rahmen, in diesem Vertrauensverhältnis die Daten eingesetzt werden dürfen, dann glaube ich, dann sind wir eigentlich schon ein ziemlich weites Stück nach vorne gegangen und können diese Daten auch einsetzen. Das klingt jetzt recht einfach, vielleicht ist es auch so eine einfache Antwort, die ich geben kann. Vielen Dank. Ich möchte Sie alle ermutigen, uns Fragen zu stellen oder sich an der Diskussion, oh, da kommt schon die eine, das ging ja schnell. Sagen Sie uns, da kommt ein Mikrofon zu Ihnen und sagen Sie uns ganz kurz, wer Sie sind. Mein Name ist Robin Wiemert, ich bin Jurist. Dann ist die Frage, wenn Sie einen Algorithmus entwickeln, also ein Framework, wie man das untersuchen kann. Das Framework ist doch dann bekannt. Wie soll dann verhindert werden, dass das nicht im nächsten iOS sowieso eingebaut wird? Oder bei Amazon, dass Amazon mir dann nachschickt, ach, es geht Ihnen wieder schlecht, wollen Sie nicht wieder ein bisschen Beta-Blocker? Ja. Vielen Dank für die super Frage, die schon jetzt das Kernthema beleuchtet. Ich glaube, wir müssen ein Stück vorher ansetzen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Daten, die momentan öffentlich zugänglich sind, nämlich jeder kann einfach so gucken, was viele Leute auf Facebook machen, um diese Algorithmen anzuwenden, dass wir diese Daten schützen. Dass also dieser Algorithmus, wenn er angewendet wird, dann nur dann angewendet wird, wenn Daten in einem Vertrauensverhältnis zugänglich sind. Vielen Dank. Können Sie das nochmal näher erklären? Ich glaube, das war ein ganz wesentlicher Punkt. Gerne. Also die Idee war jetzt, sehr gute Nachfrage, dass wenn wir jetzt Algorithmen haben, wir würden sagen, dieses Pattern, was ich eben beschrieben habe, eine Person geht nicht mehr aus dem Haus, das heißt, das GPS-Signal verändert sich nicht mehr, in den E-Mails würden negative Worte verwendet, es werden nicht mehr so viele Nachrichten verschrieben, was jetzt vielleicht auf Depression hinweist. Wenn wir diesen Algorithmus kennen und ihn auf alle Daten anwenden können, dann ist ja die Frage, ob das nicht sowieso von jetzt großen Companies und so weiter sofort eingesetzt wird, um eben auch Stimmungsveränderungen zu beobachten. Ganz wichtige Frage. Ich sage nochmal, wir müssen voransetzen, wir müssen dafür sorgen, dass diese Daten nicht mehr so einfach zugänglich sind, sondern dass jeder für sich entscheiden kann, welche Daten möchte ich welcher Person zugänglich machen. Und in dem Fall würde ich dann als Patient meinem psychologischen Psychotherapeuten oder dem Psychiater eben das Recht einräumen, exklusiv diese Daten zu nutzen.
Vielen Dank. Frau Timm. Also, um auch nochmal auf die Frage einzugehen, ich glaube, dass der Zug abgefahren ist. Und zwar wissen Sie warum. Es gibt es ja schon alles. Ja? Also in der Forschung ist das klar, da achten wir natürlich die Daten unserer Versuchspersonen. Aber Sie kennen sicherlich auch diese schönen Geschichten aus den USA, dass die Leute inzwischen ja schon aufgrund ihres Verhaltens in verschiedenen sozusagen Plattformen, Netzwerken und so weiter, die Windeln schon geschickt bekommen, wenn die Frau einen Tag schwanger ist. Ja, das gibt es alles schon, das ist kein Scherz. Ja? Das heißt also, das ist alles schon da. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie wir eins damit leben, ja? Was wir zwei, insbesondere Amazon, rüstet auch extrem auf, was das bedeutet, unser Konsumverhalten, unser Verhalten, selbst wenn sie ihr Smartphone-Tracking ausmachen, das ist trotzdem noch, ne? Jeder weiß ganz genau, dass ich jetzt hier sitze, obwohl ich das schon lange ausgemacht habe. Spielt gar keine Rolle. Ich glaube, es geht darum, dass wir auf solchen Veranstaltungen darüber informieren, dass das alles schon existiert. Und dann würde ich völlig zustimmen, brauchen wir eine gesellschaftliche Debatte, welche Daten wollen und brauchen wir. Und da stimme ich Ihnen auch genau zu. Es gibt einfach Daten. Nehmen wir mal das deutsche Krebsregister. Eine lange, lange Diskussion. Wir sind weit hinterher hinter anderen Ländern. Wir sind auch in der Forschung, was das angeht, hinterher, weil wir ein anderes Privatheitsverständnis haben als die Amerikaner. Das ist auch gut so. Das ist auch wirklich gut so. Aber es gibt bestimmte Dinge und darüber müssen wir diskutieren und einen Konsens herstellen, wo wir glauben, dass wir die Daten dann auch gerne freigeben, ja? Weil sie nämlich allen nutzen, insbesondere in der medizinischen Präventionsforschung. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum, Anregungen? Ah, da gibt es schon mal eine. Sagen Sie uns auch ganz kurz, wer Sie sind, wenn das Mikrofon bei Ihnen ist. Ja, ich heiße Uli Purwin und ich habe die Frage, gibt es eine strukturierte Gegenwehr gegen diesen ganzen Quatsch? Differenzieren Sie ein bisschen aus, was Sie mit Quatsch meinen? Ja, gegen diesen ganzen Handy- und Smartphone-Hype. Sie meinen, ob es ein Leben ohne Internet möglich ist? Nein, das Internet habe ich jetzt nicht gemeint. Das Internet ist aus meiner Sicht schon ganz okay. Ich mag diese Smartphones nicht. Und diese ständige Hantieren damit. Das Internet, das hat seinen Platz zu Hause irgendwo, wo man dann zu einer bestimmten Uhrzeit dran sitzt oder auch nicht. Das Smartphone ist permanent in der Tasche. Wer von Ihnen möchte? Also. Frau Timm. Es gibt den Versuch, es gibt sehr schöne Bücher, die habe ich auch schon verschenkt, ehrlich gesagt. Ich bin dann jetzt mal offline. Das ist der Titel von dem einen Buch. Ja? Das Ganze ist, ich bin jetzt mal 6 Monate offline. Aber ganz ehrlich, nach 6 Monaten haben sie alle aufgegeben. Das heißt, ich glaube, wir werden auch eine Intensivierung bekommen. Wir kriegen einen neuen Standard, den LTE-Standard. Und sie werden irgendwann mal ja gar keinen Provider mehr brauchen, sondern alle Städte, wie viele Städte in Barcelona, gehen Sie mal dahin, haben Sie überall freies Internet. Ja? In London sowieso. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Ja? Und das, da bin ich jetzt mal ganz konservativ, können Sie in der Familie anfangen. Zum Beispiel, meine Kinder hatten, als sie noch zu Hause gewohnt hatten, Handyverbot beim Abendessen. Aber bei uns gab es schon Telefonverbot beim Abendessen. Ja? Einfach das nicht, oder wer auch immer gleich, immer ans Telefon rennt, wenn es mal klingelt. Nee, da wird eben nicht dran gegangen. Also das sind kleine Abwehrschlachten, die man vielleicht gewinnen kann. Frau Hertha und dann kommt Herr Montag. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, weil ich glaube nicht, dass wir die Zeit zurückdrehen werden und es eine Zeit gibt, in der wir nicht mehr das Handy in der Hosentasche mit uns rumtragen, sondern das ist einfach eine völlig neue Entwicklung und die Gesellschaft muss halt gucken, wie gehen wir damit um. Und ich habe immer, bin geborener Optimist, die Hoffnung, dass es irgendwann dazu kommt, dass wir einen gesellschaftsfähigen Umgang damit finden und dass man vielleicht nicht direkt zuckt und zum Handy rennt. Und wenn ich so auf Elternabend unterwegs bin, dann frage ich auch gerne, wie das denn gehandhabt wird. Bei den Eltern ist immer eine große Angst da, dass man den Kindern irgendwas verwehrt oder man darf ja nichts verbieten, dann wird es ja zum Außenseiter. Und ich frage dann gerne, wie handhaben Sie das denn? Ne? Genau wie Sie schon sagen, wenn Ihr Handy klingelt und Sie sind gerade im persönlichen Gespräch mit jemandem. Entschuldigen Sie sich dann kurz und gehen dann erst ran, führen Sie das Gespräch ganz normal fort. Wie funktioniert das? Und da gibt es einfach so einfache
banale Dinge, wie zum Beispiel, dass es einen festen Ort gibt, wo dann alle Mobilgeräte ab einer gewissen Uhrzeit reinkommen und dann ist Familienzeit. Die gilt dann aber eben nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Vielen Dank. Herr Montag, Sie wollten auch noch was sagen. Ja, nur ganz kurz. Also ich glaube, so eine richtige strukturierte Gegenwehr gibt es natürlich noch nicht. Wir haben viele Inseln, in denen wir es beobachten können. Wir können in der Familie anfangen, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen es auf Unternehmensebene, dass viele Unternehmen jetzt sagen, ab 8 Uhr werden keine E-Mails mehr verschickt. Das führt auch dazu, dass man eben dann abends vielleicht nicht mehr die E-Mails checkt und dann ins Handy dran geht. Das ist sicherlich auch ein wichtiges Feld, in dem wir diskutieren müssen, wann Arbeit noch okay ist, weil durch die Smartphones eben wird die Arbeit auch massiv in die Freizeit eben weiter reingedrückt. Das hat sicherlich auch was Implikationen für das Thema Burnout. Das andere, was hier vielleicht noch ganz wichtig ist, auch unsere App, die haben wir natürlich auch gemacht, weil wir dieses Problem sehen, dass viele Leute eben von diesem Smartphone irgendwie nicht mehr loskommen. Das sind Konditionierungsmechanismen, die hier greifen. Die Leute greifen unterschwellig zu diesen Geräten. Wenn wir durch die Stadt Bonn gehen und gucken mal in den Bushaltestellen, was die Leute machen, die ertragen es in der Regel nicht mehr, mit sich allein zu sein. Also automatisch geht der Griff in die Hosentasche und ich glaube, der ein oder andere registriert das schon gar nicht mehr, dass das Gerät in der Hand hat. Und deswegen haben wir ja auch diese App entwickelt, die den Leuten den Spiegel vor Augen hält, einfach den man eine Zahl nennt und zeigt, wie häufig bin ich eigentlich online. Und das ist natürlich der erste Schritt auch dazu, eben nicht nur für das Problem bewusst zu machen, sondern eben den eigenen Konsum auch wieder einzudämmen. Wir haben da echt Fanpost bekommen von Kniggetrainern, die gesagt haben, wir werden jetzt ihre App immer bei uns im Kniggekurs eben nutzen, damit eben wieder so ein bisschen bewusst gemacht wird für einfach die Häufigkeit der Nutzung. Wie häufig gehen die Leute denn an ihr Smartphone? Also wir haben jetzt die ersten Pilotdaten ausgewertet. Wir haben ja mittlerweile, muss man sagen, wirklich eine ganz tolle Datenbasis. Also wir haben über 150.000 Installationen unserer App. Davon haben 50.000 eben diese App sehr, sehr stark genutzt über mehrere Wochen, Monate. Ich muss Ihnen sagen, die Daten, die ich Ihnen jetzt gebe, die sind noch recht mickrig. Die sind aus unserer Pilotstudie an 50 Leuten. Wir müssen also 3 Nullen jetzt gerade streichen. Waren Studenten, aber das war schon recht erhellend. Da haben wir gesehen, dass das Handy alle 10 Minuten angemacht wird im Alltag, wenn wir mal die 8 Stunden Schlaf abziehen. Wir haben das hochgerechnet. Alle 10 Minuten wird die Kiste angemacht. Und 40 Mal pro Tag, also wenn 80 Mal pro Tag aktivieren, 40 Mal pro Tag wird dann auf einen Inhalt noch zusätzlich zugegriffen. Das heißt, aktivieren in dem Fall einfach, ich will die Uhrzeit wissen. Das ist natürlich das beste Gateway, dann schon wieder irgendwas anderes damit zu machen, was ich eigentlich vorher gar nicht geplant habe. Das heißt, wir können eigentlich mal festhalten, dass eben ein Großteil der Menschen mittlerweile, wenn sie nicht gerade am Handy hängen, schon wieder die nächste Session vorbereiten, wenn man so möchte. Vielen Dank. Wenn Sie was sagen wollen, melden Sie sich einfach. Da hinten läuft ein Mikrofon bzw. eine junge Dame mit dem Mikrofon herum und kommt gerne zu Ihnen. Und dann können Sie sich einfach beteiligen. Ich würde gerne ein Thema noch anreißen, was ich ganz am Anfang schon mal ganz kurz erwähnt hatte. Wir sind dann wieder abgekommen. Und zwar ist das Twitter und die Politiker. Frau Timm, was haben Sie untersucht? Wir haben ein Projekt seit 2010. Also wir sind, glaube ich, die längsten Twitter-Forscher in Deutschland. Wir haben alle Landtagswahlen aufgezeichnet. Also alle Tweet-Aktivitäten von allen Politikern und Politikerinnen in allen Landtagswahlen. Das sind jetzt inzwischen viele Millionen Tweets und wir versuchen eben rauszufinden mit der Hypothese nach Habermas. Habermas hat ja diese Theorie entwickelt, dass man deliberiert, das heißt man diskutiert miteinander und idealiter findet man dann gemeinsam in diesem Diskurs innerhalb der Gesellschaft die beste Lösung für das Problem sozusagen, das einen beschäftigt. Wir wollten eben wissen, was machen die Politiker, diskutieren die mit ihren Wählerinnen und Wählern, sind die sozusagen eher ego-bezogen, was passiert da und passiert da überhaupt irgendwas? Und wir können natürlich jetzt nach den inzwischen ja 4 Jahren auf eine Entwicklung zurückschauen. Das heißt, am Anfang gab es nur so ein paar vereinzelte Nutzungen. Inzwischen haben wir ganze Medienskandale. Im Moment habe ich noch ein zweites Projekt zum Thema Shitstorm, ist kein so schönes Wort, aber die Dinge heißen nun so im deutschen Sprachgebrauch. Die Engländer sagen das schöner Firestorm, da klingt das ein bisschen eleganter. Aber ich glaube, das deutsche Wort, das passt ganz gut. Und wir haben in NRW ganz tolle Daten, weil NRW hat ja, Sie wissen das ja sicherlich alle, haben ja nun außer der Reihe gewählt. Das heißt, wir haben für Nordrhein-Westfalen dann am Ende des Projektes 3 Landtagswahlen, können sehr schön zeigen, wie Frau Kraft zum Beispiel es genutzt und nicht genutzt hat, was sie getan hat, was sie nicht getan hat. Das sind ja alles eigentlich öffentliche Daten. Sie werden auch bei uns dann, können Sie auf unsere Datenbasis zugreifen. Wir liegen im Clinch, übrigens interessanterweise mit Twitter. Twitter hat als Firma uns untersagt, ja,
als Forscherinnen und Forscher diese Daten jetzt mit den Kollegen zum Beispiel zu teilen, denn sie erachten jeden Tweet, und das wiederum führt uns auf die Debatte von vorher, als ihren persönlichen Besitz. Und das ist einfach phänomenal. Ja? Das heißt, Sie sehen, da gibt es wirklich Debatten, wir lassen uns verklagen und dann machen wir auch alles, gehen wir ins Gefängnis dann für die Daten oder was auch immer. Aber ist ironisch jetzt nicht, aber es ist natürlich schon ein riesiges Thema für uns, dass wir mit Daten arbeiten, von denen wir glauben, sie gehören demjenigen, der sie produziert hat, inklusive der Fotos. Aber das stimmt natürlich nicht. Genau wie Facebook sagt, das Foto, was du da hochpostest, das gehört dir nicht mehr. Uns, gehört uns. Damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja? Das heißt, wir werden dann irgendwann, Frau Kraft, mit der hatte ich schon ein sehr nettes Gespräch über das, was sie da getwittert hat. Die Ergebnisse zeigen eben, dass die Politiker relativ wenig auf die Fragen der Bevölkerung eingegangen sind. Das hat sich aber geändert. In der letzten Bundestagswahl gab es regelrechte Debatten zwischen Bürgern und Politikern. Kann ich Ihnen auch sagen, wer das war. Es gibt ein paar, die sind da extrem aktiv, viele sind nicht so aktiv. Aber es hat sich zu einem wirklich spannenden Medium entwickelt. Vielen Dank. Wir haben da noch mal eine Wortmeldung. Genau. Wenn Sie schon ein Mikrofon haben, dann sprechen Sie einfach rein. Ja, Samuel Roman mein Name. Ich bin anscheinend nicht zu hören. Samuel Roman mein Name. Ich bin Informatikstudent. Sie haben da gerade in Bezug auf Twitter und Facebook und die Datenhoheit in meinen Augen die unterschiedlichen Problemstellungen in Sachen Verwendungsrecht und Urheberrecht durcheinander geworfen. Das Urheberrecht ist in Deutschland überhaupt nicht abtretbar. Das Problem, das man hat, ist, dass man diesen meistens in den USA beheimateten Angeboten ein zeitlich unbefristetes Verwendungsrecht überlässt. Das ist die Problematik, die wir haben. So wie Sie es dargestellt hatten, klang es so, als würde man das Urheberrecht abtreten. Das geht überhaupt nicht. Nein, das war schon so gemeint, dass wir uns auf einer amerikanischen Plattform bewegen. Das würde in Deutschland sowieso ganz anders funktionieren. Ja? Also wir haben ein anderes Urheberrecht. Aber ehrlich gesagt, die Debatte um das Urheberrecht im Digitalen, das wäre jetzt nochmal eine andere Diskussion. Dann mal sehr ketzerisch gefragt. Wer hat Ihnen erlaubt, diese Daten zu aggregieren? Sagen Sie uns ganz kurz noch Ihren Namen. Die Daten, die Tweets, Sie haben da ja die Daten zusammengeführt. Offensichtlich personenbezogene Daten. Wer hat Ihnen das erlaubt? Sie brauchen doch da auch eine ausdrückliche Erlaubnis nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Also, da kommen wir jetzt auf eine spannende Diskussion, nämlich auf die Frage, ob ein Posting von einem Politiker öffentliche Kommunikation ist oder nicht. Und das ist in der Debatte durchaus umstritten. Ja? Es gibt Kollegen, die bestehen darauf, dass man alle Namen schwärzt in allen Publikationen. Ja? Es gibt aber auch Leute, die sagen, und da werde ich auch weiterhin darauf bestehen, wer sozusagen auf Twitter postet, ja, und dieses Tool ohne irgendwelchen, Sie wissen, bei Twitter kann ich mir sozusagen ein Fake-Account machen und ich kann mir ein Accredited-Account machen, also ein echtes, wo dann ein Haken dahinter ist und man sieht, das ist wirklich von der Person. Und wer in dieser Form öffentlich kommuniziert und keine Privateinstellung, das gibt es ja bei Twitter nicht, ja, nutzt, der ist für mich im öffentlichen Diskursraum. Und da müssen sich dann die digitalen Medien faktisch der Debatte um Öffentlichkeit stellen, wie sie ja zum Beispiel in den Printmedien etc. schon lange geführt werden. Für mich ist es öffentliche Kommunikation und ich bestehe auch darauf, dass dies öffentliche Daten sind. Die Frage war, haben Sie nur Politiker oder Reaktionen darauf? Nein, natürlich auch die Diskurse von den Bürgern, die genauso öffentlich sind und die geretweetet werden. Vielleicht kurz erklären, für die, die Twitter nicht so kennen, es gibt eine Funktion bei Twitter, das heißt, sie posten, also sie schreiben einen Text, ja, und der ist öffentlich. Ja, und den kann jemand nehmen, ja, egal wer, und kann den an sein Netzwerk weiterleiten. Also nehmen wir an, ich habe irgendwelche 1000 Menschen, die meinen Tweets folgen. Ich poste einen Tweet und jemand anders findet den interessant und schickt ihn an seine 25.000 Follower. Kann ich nichts dagegen tun. Aber das wissen die Leute auch, die bei Twitter sind. Ja? Das heißt, das muss man wirklich sehr, sehr stark unterscheiden von dem, was Facebook ist. Facebook hat diese sogenannten Privatheitseinstellungen. Das bringen wir natürlich auch immer den Jugendlichen bei. Das ist bei Twitter anders. Die medienethische Frage, die sie stellt für die Publikation, da gebe ich Ihnen recht, das ist wirklich ein Thema. Bleiben wir mal kurz bei dem Thema, welche Themen sind da eigentlich? Sie hatten gesagt, Sie haben die Politiker untersucht. Welche
Themen sind in diesen Medien wie Twitter andere, beziehungsweise werden auch zurückgespielt von den klassischen Medien? Also wo kommen die Themen her, die auf Twitter behandelt werden? Oder auch auf Facebook, um Frau Hörter auch mit einzubeziehen? Ja, bei Twitter bin ich nicht so beheimatet, weil ich dann ja hauptsächlich Kinder und Jugendlichen machen, die nutzen ja Twitter nicht so, das hatten wir ja schon das Thema. Ja, bei Facebook ist es so, dass es, glaube ich, sehr unterschiedlich zu Twitter, dass es eher Alltagsdiskussionen sind, also viel Banalität, was da kommuniziert wird. Und da ist das Bewusstsein, wenn ich es jetzt auch im Vergleich zu Twitter sehen möchte, nicht so vorhanden. Dass, also die wenigsten Jugendlichen, ich bezweifle auch die wenigsten Erwachsenen, haben die Datenschutzbestimmungen oder die Nutzungsbedingungen von Facebook beispielsweise gelesen und sind sich dessen bewusst, dass sie alles, was sie da posten, jedes Bild, was sie hochladen, dass sie daran zwar, dass ihr Eigentum bleibt, also das Urheberrecht hatten wir ja gerade, sondern dass sie Facebook eine Lizenz daran erteilen, und sie diese Inhalte weiterverkaufen, weitergeben an sämtliche Werbeträger, weitergeben dürfen. Also dass es mich dann nicht wundern darf, wenn ich aus meinem letzten Urlaub ein Bild hochlade und das finde ich dann im nächsten Polyglot wieder oder sowas. Wie ist es bei Twitter? Wo kommen die Themen her? Vielleicht zur Bundestagswahl vielleicht ein paar Beispiele ganz konkret. Das haben wir sehr intensiv ausgewertet. Das können Sie, wenn Sie auf unsere Webseite gehen, sich runterladen. Das ist alles öffentlich publiziert und, glaube ich, auch ganz gut lesbar. Wir haben insbesondere Hashtags untersucht über politische brisante Themen, von denen wir dachten, das könnte ein Wahlkampfthema sein. Ein Hashtag, das ist übrigens, das hat sich schon ein bisschen verselbstständigt, das ist dieser Gartenzaun. Den sehen Sie inzwischen überall. Auf allen möglichen Kontexten. Bei Twitter ist ja eine Zeichenkette, die ein Schlagwort markiert. Und wir haben zum Beispiel das Schlagwort Energiewende untersucht, weil wir dachten, das ist vielleicht ein interessantes Thema. Steuerpolitik, also bestimmte Themen, die wir ausgewählt haben. Das Interessante ist, dass wir eine ganz enge Verflechtung zwischen den sogenannten Traditionsmedien haben, also Spiegel, Spiegel Online, Süddeutsche und die anderen großen Traditionsmedien und Twitter. Das heißt, Twitter wird genutzt, um Themen, die schon auf den Webseiten von Spiegel stehen, weiterzuschicken, weil Twitter hat die Möglichkeit mit sogenannten Short-URLs, das heißt, sind ganz kurze Zeichenketten für diese langen E-Mail-Internetadressen, die man hat. Twitter macht die ganz klein. Das heißt, ich kann auf 140 Zeichen wahnsinnig viele Informationen rumschicken. Das wird extrem genutzt. Und besonders spannend war das Ergebnis aus den Europawahlen. Das habe ich jetzt gerade in den letzten 3 Tagen mit den Kollegen aus Frankreich verglichen. Wir haben ein EU-Projekt dazu. Und wir wollten wissen, warum haben die Rechten in Frankreich, die Front National, dermaßen viele Stimmen bekommen und was für eine Rolle hat Twitter dabei gespielt. Und von heute Morgen, Resultate ganz frisch, Marine Le Pen hat ein Netzwerk aus Twitterern um sich herum geschart. Es ist phänomenal. Also sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Da wird jeder Tweet von ihr in alle Kreise getwittert, in die rechten, in die linken Kreise. Da werden die Hashtags kreativ umformuliert und in andere Kreise, in die Medien transportiert. Also dass die so hoch gewonnen haben, ja, also ist ja erschütternd für uns alle, glaube ich, hat auch mit der hervorragenden Beherrschung der Regeln von Social Media zu tun. Wir haben die Beherrschung von Social Media gehabt, die Inhalte, die zum Teil wirklich auch die Politik bestimmen oder die Nutzung, die die Politik bestimmt. Facebook, was quasi jeden zum Außenseiter macht, jedenfalls in jugendlichen Jahren, wenn man es nicht benutzt. Ich würde noch mal gerne auf das Thema Internetsucht vom Anfang zurückkommen, Herr Montag. Mit diesen ganzen Fakten, wie kann man jemand von Internetsucht heilen? Die Möglichkeit kann ja nicht sein, schalt's einfach aus. Nee, das kann wirklich nicht die Lösung sein. Und da gibt es eigentlich auch eine ganz gute Nachricht, nämlich Unterschied zu den anderen Süchtigen, die wir kennen. Stoffgebundene Süchte wie Alkoholismus und Nikotinabhängigkeit kann hier der Verzicht auf die Droge eben nicht das Ziel sein. Und in den Studien, die wir gemacht haben, zeigt sich auch eins ganz eindeutig, dass nur die private Nutzung eben mit der Sucht zusammenhängt, nicht die berufliche. Also da sieht man schon mal, dass man unterscheiden muss. Die meisten therapeutischen Ansätze, die es bis jetzt gibt, stammen interessanterweise aus Asien, weil dort das Problem viel, viel höher ist als hier in den westlichen Breitengraden bis jetzt. Wir haben Prävalenzraten in Südkorea von 7% in der Bevölkerung von Internetsüchtigen, die massive Probleme haben. In Deutschland sind wir momentan nach repräsentativen Studien bei circa 1%.
Und was heißt denn massive Probleme? Also wie äußert sich das? Das äußert sich darin, dass im schlimmsten Fall Jugendliche eben verwahrlosen, ihren Ausbildungsplatz verlieren, weil sie nur noch eben vor der Kiste hängen, ihre Hobbys, die sie früher hatten, eben die Spaß gemacht haben, überhaupt nicht mehr verfolgt werden. Wir haben eine Isolation, die wir bei vielen Jugendlichen beobachten können, in Extrembereichen. Und das ist auch so ein bisschen eins der großen Diskussionspunkte, die wir im Feld haben. Gibt es überhaupt Internetsucht? Weil wir wissen, dass es eine hohe Komorbidität gibt zur Depression und zur ADHS. Das heißt eben, im therapeutischen Bereich wird oftmals erstmal geschaut, sind das nicht eigentlich eben Patienten, die eher eine Depression haben oder eben ADHS haben, bevor man eben sowas wie Internetsucht therapiert. Das hat jetzt auch Indikationen für einfach das, was man mit den Leuten macht. Üblicherweise wird eine Verhaltenstherapie angestrebt, also etwas, was man auch bei anderen Störungsbildern oftmals macht. Und das sieht so aus, dass wir einmal eine kognitive Umstrukturierung haben, weil wir eben bei vielen Betroffenen sehen, dieses typische Beck'sche Trias, die wir sagen bei Depressionserkrankungen, ich bin grundsätzlich immer an allem schuld, also global, stabil, intern attribuieren. Das muss aufgebrochen werden, das heißt, den Leuten muss wieder Selbstwert beigebracht werden. Beim Jugendlichen sieht das so aus, früher war, was weiß ich, der Peter Schmidt total gut im Fußball und hat dann irgendwann nur noch die Online-Welt für sich entdeckt. Das heißt, es müssen alte Hobbys wiederbelebt werden, die früher Spaß gemacht haben und wo die Jugendlichen auch erfolgreich waren, damit der Selbstwert dadurch wieder hochgebracht wird. Es geht darum, auch in der Therapie wieder Struktur in den Alltag zu bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Jugendlichen müssen erstmal wieder lernen, aufzustehen, Tätigkeiten nachzugehen. Das müssen sie wieder lernen. Das ist auch gerade, ich glaube, für viele Erwachsene auch schwierig, in der sehr, sehr schnelllebigen Zeit sich wieder langfristig auf einen Gegenstand vertieft einzulassen, weil heute alles so schnelllebig geworden ist. Das heißt, Struktur ist ganz, ganz wichtig im Arbeitsalltag, dann am Ende des Tages auch. Und zusätzlich eben ist sicherlich eine der ganz, ganz großen Baustellen, an denen gearbeitet werden muss, dann irgendwann wieder auch erfolgreich eben in den Beruf einsteigen zu können. Das ist das langfristige Ziel, was dann auch verfolgt wird. Vielen Dank. Haben Sie noch Fragen? Möchten Sie was sagen? Ja, gerne. Da hinten kommt ein Mikrofon. Ich möchte meins behalten. Mein Name ist Susanne Roth. Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Tracking, hervorgerufen durch ein Exponat, was ich mir eben da unten angeschaut habe. Da gibt es ja ein Exponat, wo ich Internetadressen eingeben kann, wo gezeigt wird, wie die getrackt werden. Und das war eine Sache, die mich eben ein bisschen geschockt hat. Also, dass ich mit Facebook meine Daten verkaufe, dass WhatsApp meinem Handy Tür und Tor öffnet, das weiß man ja alles, das spricht sich langsam rum. Twitter ist sowieso, hat ja den Sinn der Öffentlichkeit, so habe ich es bis jetzt verstanden, also privat twittern macht irgendwie keinen Sinn. Aber dass, wenn ich jetzt bei ganz seriösen Seiten, wie Zeit.de und ja, vielleicht nicht ganz so seriös, aber Spiegel Online und so weiter, dass da 30, 40 Tracker mitlaufen und jede Bewegung aufzeichnen, da ist mir noch nicht klar, also die Intention, warum erlaubt Zeit das? Und was passiert mit den Daten? Wer sind diese Tracker? Und diese Gefahren sind, glaube ich, überhaupt noch nicht waren bis jetzt bei mir in der Form nicht im Bewusstsein. Und da weiß ich noch gar nichts drüber. Naja, warum das passiert, ist, glaube ich, klar. Es hat einen kommerziellen Hintergrund. Denn wenn Sie jetzt auf die Seite gehen, dann gehen Sie auf eine andere Seite und sehen direkt, das, was Sie wofür Sie sich bei Amazon interessiert haben, taucht dann bei der auf Zeit.de dann als Werbung auf. Das heißt, das ist erstmal eine Datenkrake, die eine ganz klare kommerziellen Hintergrund hat und der hier verfolgt wird. Das ist, glaube ich, erstmal das Erste. Wir müssen uns, glaube ich, im Zusammenhang darüber auch mal die Frage stellen, sind wir nicht irgendwann auch dafür bereit, für Journalismus, für seriösen Journalismus auch Geld zu zahlen? Das heißt, wären wir bereit, eben auf Zeit.de oder auf Spiegel.de zu gehen, wenn wir was zahlen müssten, und das Ganze wäre dann abgestellt? Fragezeichen. Ansonsten ist das natürlich auch ein Modell, worüber sich diese ganzen Agenturen und natürlich auch Journalisten finanzieren. Sie haben gerade das Thema Journalismus angesprochen. Da würde ich gerne darauf eingehen, und zwar die beiden Damen hier auf dem Podium fragen. Wie ist es zum einen bei den Schülern, bei den Jugendlichen klar, woher kommen die Quellen, die ich da finde? Also ist das seriöser Journalismus oder ist das irgendein Blogger, der irgendwas instellt, ohne gegen Blogger diffamieren, sich äußern zu wollen? Aber ist es klar, dieser Quellennutzung, also woher kommen die Informationen?
Ja, ich würde vielleicht eher mal auf die Lehrer eingehen an der Stelle, weil ich nämlich letzte Woche eine Fortbildung hatte zu Lehrern zur Informationskompetenz und da festgestellt habe, woher sollen es die Schüler wissen, wenn es die Lehrer auch nicht wissen, dass so einfache Regeln, die man bei den klassischen Medien auch beherzigt, dass man guckt, ist die Quelle objektiv, ist das ja, welche Qualität hat das, wer hat das geschrieben? Und wie aktuell ist das, diese Grundfragen, die man sich stellt, dass die natürlich genauso im Internet gelten und dass es eigentlich nicht so ist, dass es jetzt die gute Quelle und die schlechte Quelle gibt, sondern ich immer gucken muss, wer ist denn überhaupt der Verfasser und wer hat das geschrieben und was haben vielleicht andere dazu kommentiert. Also es gibt immer gerne die Neigung, Wikipedia so zu verteufeln, dass das ja alles so ganz böse wäre, aber da könnte natürlich genauso gut ein wissenschaftlich fundierter Bericht abgedruckt sein, beziehungsweise kann ich da viel mehr nachvollziehen, wer hat denn da vielleicht irgendwas geändert an dem Artikel oder wie oft wurde da irgendwas revidiert und also man kann gerne auch mal den Selbstversuch machen und irgendeinen Artikel schreiben, da ist die Community auch relativ schnell bei der Hand, da Fehler rauszustreichen oder auch Artikel zu löschen, also das ist eine ganz andere Dimension, die wir vom gedruckten Buch natürlich nicht haben und da ist glaube ich noch viel Arbeit, die da in den Schulen gemacht werden muss, da nochmal eine andere Quellenanalyse zu machen, als das bisher der Fall ist. Frau Timm, inwieweit beeinflussen die Online-Medien die klassischen Medien? Also insbesondere gehen wir mal zum Thema Journalismus. Das halte ich auch für eine der ganz, ganz wichtigen Themen, weil ohne Informationen und ohne recherchierte, fundierte Informationen, glaube ich, kann man auch in keinem demokratischen Gemeinwesen wirklich sinnvolle Entscheidungen treffen. Also von daher sind die verschiedenen Optionen, die Verlage haben, im Moment wirklich ausgesprochen problematisch, muss man zugeben. Der Guardian und die New York Times haben inzwischen angefangen, Teile ihrer Online-Artikel zu verkaufen. Die Taz zum Beispiel macht es so, dort können Sie sich einen Artikel runterladen gegen eine Gebühr. Ich mache das relativ häufig, das heißt, ich zahle dann eine Mindestgebühr und für die Taz, gebe ich zu, zahle ich immer noch ein bisschen mehr, weil die Artikel manchmal sehr ungewöhnlich sind. Das heißt, es beginnt langsam. Die Bereitschaft in meiner Generation für diese Erzeugnisse zu zahlen, ist höher als die bei der jungen Generation, weil die kennen das ja gar nicht. Aber es ist wirklich ein ganz großes Thema, dem wir uns stellen müssen. Und wenn Sie schauen, die Printauflagen sind alle massiv zurückgegangen, außer, und das ist interessant, von der Zeit. Die Zeit hat eine Rekordauflage, so eine Auflage hatte sie noch nie. Und man kann natürlich sagen, Giovanni Di Lorenzo macht das toll, das macht er ja auch. Aber es gibt natürlich auch einfach einen ganz wichtigen Grund. Und der liegt in dem begründet, was wir schon diskutiert haben. Es gibt so viel unklare Informationen, eine Flut von Details, die wir gar nicht mehr verarbeiten können. Und viele Leute sagen sich, einmal die Woche die Zeit, sortiert mir das alles, kann ich mich darauf verlassen, gut ist. Und das ist wirklich eine Haltung, die absolut nachvollziehbar ist. Und da hat die Zeit eine ganz, ganz tolle, Position, weil sie in dieser Form ja immer schon Journalismus betrieben hat. Also von daher halte ich das, auch die Frage Bürgerjournalismus ist auch kein leichtes Thema. Es ist ganz wichtig, dass wir es haben. Syrien, wenn Sie mal schauen, wir haben fast überhaupt keine Nachrichten aus Syrien mehr. Ja, es gab eine Zeit lang mal YouTube-Videos, ich habe syrische Studierende, eine ganze Gruppe übrigens, die versucht haben, dort übrigens sogar per Skype Kontakt aufzunehmen. Wir hatten eine Skype-Konferenz bis nach Homs. Geht alles gar nicht mehr. Ja? Und seitdem haben sie auch keine Informationen mehr über diesen furchtbaren Krieg. Wirklich, Syrien ist totgeschwiegen, sind wir mal ganz ehrlich. Und das bedeutet, auch diese vielleicht nicht völlig ausrecherchierten und völlig belegten Quellen haben ihr Recht in dieser Netzwelt. Und ich kann wirklich nur immer sagen, wir brauchen beides. Wir brauchen einen fundierten, wirklich recherchierten Journalismus der traditionellen Schule. Wir brauchen aber das andere ganz genauso. Vielen Dank. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was sagen wollen, melden Sie sich einfach, sonst diskutieren wir hier oben weiter. Können wir auch. Ein Thema, was ich gerne ansprechen würde, ist die gesellschaftlichen Auswirkungen. Also gibt es eine durch diese Medien, die unterschiedlich genutzt werden von jungen Menschen, von alten Menschen, von verschiedenen sozialen Schichten unterschiedlich genutzt werden, gibt es dadurch zunehmend Klüfte in der Gesellschaft, Frau Hörte, zwischen den Jungen und den Alten zum Beispiel?
Mir fällt fast mehr weniger die Kluft zwischen Jung und Alt auf, sondern mehr zwischen verschiedenen Bildungsschichten. Also das erlebe ich ganz stark, wenn ich in Schulen unterwegs bin, dass manche Standorte oder Stadtteile, die man aufsucht, da gibt es in den Grundschulen schon eine ganz hohe Sensibilität gegenüber Themen wie Datenschutz und sowas, wo man merkt, da wird im Elternhaus drüber gesprochen, das ist Thema. Und dann gibt es andere Stadtteile, wo die Kinder und Jugendlichen zwar bestens ausgestattet sind, also die haben sämtliche Geräte, haben aber noch nie irgendwas von App-Berechtigungen gehört oder sowas. Also die wissen überhaupt nicht oder können überhaupt nicht einschätzen, wie sowas überhaupt funktioniert, wer diese Dienste bereitstellt, was ist, ne, wir hatten das Thema schon, bin ich bereit dafür zu zahlen. Warum ist ein Angebot kostenlos oder warum kostet ein Angebot Geld? Ist das per se dann schlechter oder zahle ich dann eben mit meinen Daten für dieses Produkt? Da sehe ich im Moment eher die Kluft, weil das überhaupt kein Thema ist in manchen Elternhäusern, wo einfach die Geräte zur Verfügung gestellt werden und dann laufen die Kinder los und es findet keine Reflexion darüber statt. Vielen Dank, Frau Timm und gerne Herr Montag, wenn Sie möchten. Also ich hatte die Gelegenheit, für die Bundesregierung 3 Jahre in der Kommission zum Altenbericht mitzuarbeiten im letzten. Und da haben wir uns mit dem Thema Altersbilder beschäftigt und Potenziale im Alter. Und ich hatte den Bereich eben Technologie dort zu betreuen. Und auch wenn wir sagen, die Generationen nähern sich an, die Zahlen sprechen schon eine andere Sprache. Also wir haben von den Zahlen her eine ganz klare Kluft wirklich zwischen alt und jung, die ist sehr eindeutig. Und wir haben auch, und das hat mich auch dann in der Kommission und jetzt in meinen weiteren Forschungen schon sehr, sagen wir auch berührt, wir haben einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ja? Und vielleicht der krasseste, wirklich der dramatischste Unterschied ist der Unterschied in Sachen Internetnutzung und Internetzugang von älteren Frauen, damit meine ich Frauen über 60, mit Migrationshintergrund. Während wir in der deutschen Bevölkerung in dieser Altersgruppe bei den Frauen schon bei ca. 30%, ich sage jetzt mal wirklich intensive Nutzung sind, also nicht jetzt nur einfach mal so, sondern die kennen sich aus, ist die Zahl, Sie dürfen gerne raten, die meisten kommen nicht drauf, bei dramatischen 3,8% in der Gruppe der älteren Frauen mit Migrationshintergrund. Das heißt aber, wenn Sie das Internet auch als Teilnahmemedium sehen, als da kaufe ich mir auch mein Bahnticket, weil ich sonst ja nirgendwo bekomme ich nur im Internet die günstigen, zum Beispiel ne, die internationalen, sind einfach auch Ausschlussprozesse dabei. Und das finde ich ausgesprochen besorgniserregend. Und da denke ich, ist aber ehrlich gesagt auch die Politik gefragt, rauszufinden oder uns Forschungsmittel zur Verfügung zu stellen oder wem auch immer, ja, rauszufinden, warum ist das so? Ja? Was hat das für Folgen? Beispielsweise für die türkische Community in Köln, da wissen wir das auch aus einer Studie. Das sind auf jeden Fall wirklich solche Klüfte, die in der Gesellschaft auch Folgen haben. Herr Montag, haben Sie das untersucht, wer das Internet verstärkt nutzt, Smartphones verstärkt nutzt? Das haben wir gemacht, aber vielleicht ist nur ein bisschen anschließend jetzt gerade an die beiden Vorredner. Stellt sich ja die Frage, was macht diese digitale Revolution mit uns auch aus dem Blickwinkel der Hirnforschung? Das heißt, hinterlässt die digitale Revolution bei uns im Gehirn, können wir das beobachten? Und wir sind ganz am Anfang, das besser zu verstehen. Aber eins ist natürlich ganz klar, ähnlich wie Sie jetzt alle nach Hause gehen irgendwann und sich morgen an das Gespräch, an die Diskussion hier erinnern werden, ist natürlich klar, dass diese Erinnerungen sich irgendwo im Gehirn manifestieren müssen. Das heißt, Ihr Gehirn ist nicht dasselbe nach der Veranstaltung wie vorher. Es hat sich geändert. Molekular hat sich was getan, sonst wären keine Erinnerungen abgespeichert worden. Das heißt, natürlich wird auch die digitale Revolution Veränderungen in unserem Gehirn bewirken, weil wir eben mit unterschiedlichen Medien anders umgehen. Sind diese Veränderungen problematisch? Das wissen wir noch nicht ganz genau. Es gibt positive und es gibt negative Aspekte. Wir haben auf der Gamescom letztes Jahr mal zum Spaß 100 Jugendliche getestet an einem Tag und haben 2 Variablen erfragt. Nämlich einmal, wie viel Computerspielerfahrung habt ihr? Und die andere Frage war, ob sie eben süchtig sind. Da haben wir ein Schnellscreening gemacht. Und die hatten dann die Aufgabe, so eine Risikofunktion, so eine Risikoaufgabe zu machen, indem man so Truhen öffnen musste. Für jede geöffnete Truhe gab es ein paar Punkte. Und wenn irgendwann der Teufel, der Zonk erschienen ist, war in diesem ganzen Trial waren alle Punkte weg.
Und was wir gesehen haben, ganz interessant, ist, dass die Jugendlichen, die angeben, viel Computerspielerfahrung zu haben, dass die in diesem Risikospiel sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Das heißt, die konnten sehr, sehr gut eben planen und diese Truhen öffnen. Die Süchtigen dagegen, die hatten Probleme. Das heißt, die haben sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Und da sehen wir, es kommt jetzt auf das Ausmaß an, mit dem ich eben bestimmte Medien nutze. Und genau das werden wir, das ist meine Auffassung, auch eben bei den neurowissenschaftlichen Studien sehen, dass es zu viel problematisch ist, auch zu problematischen Veränderungen führt. Das wird ja auch von der digitalen Demenz hier gesprochen in den Medien, zum Beispiel von Manfred Spitzer, der davon ausgeht, dass wir uns die Telefonnummern nicht mehr merken, weil sie drin gespeichert sind, dass das vielleicht zu Problemen führen kann. Auf der anderen Seite haben wir viele, viele positive Aspekte, die wiederum zu förderlichen Dingen führen können. Das heißt, wir sehen, dass eben Jugendliche reaktionsschneller sind, wenn sie irgendwelche Computerspiele gut beherrschen. Das heißt, wir müssen uns hier ganz genau die Inseln anschauen, in denen wir uns bewegen, um dann eben zu gucken, was ist gut und was ist schlecht. Sie hatten gerade eben schon mal ein Thema angesprochen, was ich gerne noch zum Abschluss oder kurz vor dem Abschluss nochmal aufgreifen würde, und das ist das Thema Burnout, Herr Montag. Inwieweit gibt es da Verbindungen zu der Datenflut? Wir haben es angesprochen und ich denke, es kennt jeder von seinem Arbeitsalltag, zig E-Mails, zig Twitter-Nachrichten, alles Mögliche und diesem Krankheitsbild. Also klar, Burnout gab es natürlich auch schon vor der digitalen Revolution und die Frage ist jetzt, inwieweit natürlich diese ganzen Veränderungen am Arbeitsplatz eine solche Diagnose begünstigen. Auch hier sind wir am Anfang erst, um diese Dinge zu beantworten. Das heißt, diese längsschnittlichen Daten zu heben, ist immer sehr, sehr aufwendig und dann Kausalschlüsse herzustellen, ist nur aufgrund solcher Daten möglich. Aber es ist sehr, sehr naheliegend, dass natürlich bestimmte Arbeitsplätze eher mit Burnout assoziiert werden können als andere. Das heißt, Arbeitsplätze, an denen eben besonders viel los ist, sehr, sehr viele E-Mails reinkommen, ich permanent belagert werden, können eher zu emotionaler Erschöpfung am Arbeitsplatz führen. Trotzdem muss man bei Burnout immer ein bisschen vorsichtig sein, denn Burnout bekommen auch Leute, die objektiv oftmals nicht so einen anstrengenden Arbeitsplatz haben. Das heißt, die Subjektivität spielt hier eine ganz, ganz große Rolle und im Übrigen spielt auch das Geschlecht eine große Rolle hier. Für Männer ist es zum Beispiel einfacher, einen Burnout zu diagnostiziert zu bekommen, anstatt eben zum psychologischen Psychotherapeuten zu gehen, eine Depression einzugestehen. Das heißt, auch hier sehen wir, dass das Label oftmals eben Leute dazu verführt zu sagen, klingt ganz schick, ich habe Burnout, weil ich habe mich überarbeitet. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Das ist auch bestimmten gesellschaftlichen Tendenzen unterlegen, dass halt bestimmte Begriffe dann auf einmal en vogue sind und irgendwann wieder abschwellen. Trotzdem ist es so, dass natürlich der moderne Arbeitsplatz, den wir jetzt so üblicherweise kennen, das ist der computergestützte Arbeitsplatz mit sehr, sehr vielen E-Mails, die reinprasseln, wo man ständig Anrufe bekommt, sehr, sehr schnell reagieren muss. Viele kennen das aus Assessment Center, Postkorb-Aufgaben. Man kriegt zeitgleich irgendwie 20 Vorgänge auf den Tisch gelegt und muss jetzt sortieren und sagen, was ist besonders wichtig, dass das natürlich besonders stressig ist und dann eben auch zu Burnout führen kann. Vielen Dank. Es nähern sich so langsam die letzten Möglichkeiten, Fragen zu stellen, Anregungen zu geben. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich gerne noch mal ein Thema aufgreifen, was wir eben schon mal kurz hatten, diese Kluft in der Gesellschaft. Wie ist es denn, wir haben ja durch die sozialen Medien, gerade durch Facebook, durch Twitter auch sehr stark die Möglichkeit, was natürlich wunderbar ist, sich Spezialinteressen zu widmen. Zerfällt die Gesellschaft dadurch in kleine Grüppchen, die vielleicht wirklich nur noch ihr kleines Thema kennen und gar nicht mehr sich, wenn wir es jetzt groß fassen, um die Weltpolitik kümmern? Frau Hörter, Frau Timm? Also es gibt, das ist ein Modell, also was Sie ansprechen, das heißt, das nennen wir Fragmentierungsmodell. Die Hypothese ist einfach diejenige, dass wir, weil wir so viel Informationen haben und weil wir sie mit nur verschiedenen, sag jetzt mal, verschiedenen Gruppierungen teilen können, einfach nicht mehr allem folgen können. Ja, das heißt also, es gibt kein, bleib mal bei der Politik, es gibt kein allgemeines Interesse an der deutschen Politik, sondern ich bin beispielsweise nur in spezifischen kleinen, also im Sport oder wie auch immer interessiert. Die Beobachtung lässt sich zum Teil bestätigen. Das muss man in Anführungszeichen leider sagen. Ich bin aber gar nicht so sicher, ob das von den Folgen her jetzt wirklich für gesellschaftspolitische Entwicklungen so problematisch ist, weil ich glaube, Spezialinteressen und Spezialengagement ist etwas, was wir
keineswegs negativ bewerten müssen. Also überhaupt nicht. Und ich glaube auch nicht daran, dass die Jugend, zum Beispiel heute wird so gerne gesagt, die Jugend sei nicht mehr politisch und würde nur mit dem Handy daddeln. Also unsere Erfahrungen sind ehrlich gesagt ganz andere. Also bei den Umfragen zum Beispiel, die wir im Rahmen von dieser großen Studie im Moment immer wieder durchführen, sieht man, dass Jugendliche insbesondere beim Bereich oder junge Erwachsene, sagen wir mal, Umweltschutz hochgradig interessiert sind. Ja, dort auch übrigens auf den Webseiten sich Informationen holen, wenn sie die Wikipedia-Statistik sich anschauen. Also ich halte diese sag jetzt mal, Diskussion einfach für zu negativ. Ich glaube, dass da auch die Informationsinteressen, das leicht an Informationen kommen, das international wirklich auf jeder Website auf Englisch gucken können, was ja viele Jugendliche inzwischen auch sehr, sehr gut können, auch durchs Internet, muss man mal sagen. Ich glaube, da sind sehr viele positive Entwicklungen dabei. Und ich glaube auch nicht, dass wir in diese fragmentierten Einzelgruppen, Interessengruppen so zerfallen werden. Okay, Frau Hörter, Sie haben jeden Tag mit Jugendlichen zu tun. Wie sehen Sie das? Sind die noch groß interessiert an den großen Themen oder ist es eher diese Fragmentisierung? Nehme ich jetzt nicht so wahr, dass es sich in Einzelinteressen verlieren würde. Also es ist, ja, man teilt sich klar, ne, in seinen sozialen Gruppen auf und es ist, ich würde es auch eher als Chance begreifen, dass die Einzelinteressen halt auch schnell an ihre Informationen kommen und sich da auch vernetzen können in Gruppen, was früher unmöglich gewesen wäre, wenn wir jetzt an spezielle Musikrichtungen und weiß ich nicht sowas denken. Das ist sicherlich eine Chance, die aber zumindest so meine Wahrnehmung nicht zulasten des großen Ganzen geht. Vielen Dank. Wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende dieser Veranstaltung. Da Sie immer noch hartnäckig keine Fragen stellen, stelle ich weiterhin Fragen. Der Untertitel dieser Veranstaltung lautet die digitale Datenflut. Herr Montag, haben wir die digitale Datenflut im Griff oder hat sie uns im Griff? Na, das kommt drauf an. Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Einige Leute haben sie vermeintlich im Griff, andere weniger. Ich glaube auch nicht, dass jeder die Einsicht darüber hat, ob wir die Datenflut noch im Griff haben. Und vor allen Dingen ist die Frage, wie lange wir sie noch im Griff haben, wenn wir eben nicht gesellschaftlich Debatte weiterhin anstoßen und sowohl vom Gesetzesgeber her als auch bis hin zu Knigge, wie wollen wir uns miteinander eben verständigen, wie wollen wir sozial kommunizieren, muss das Handy dann auf dem Tisch liegen oder nicht. Wir müssen darüber diskutieren, das gemeinsam entscheiden. Das heißt, die Antwort ist so pauschal nicht zu beantworten. Frau Timm. Also ich fürchte ja, dass wir da erst ganz am Anfang sind. Ich will jetzt ja hier nicht unken, aber das ist vollständig harmlos, was wir mit unseren Smartphones machen. Warten Sie doch mal ab, wenn wir wirklich, wir sprechen vom mediatisierten Zuhause, vom mediatisierten Auto. Also Sie sind doch, oder Produktion 4.0, das sind ja alles so ein bisschen Schlagworte, die ich jetzt da in die Runde werfe, aber das sind die Themen, die uns jetzt zum Beispiel wirklich umtreiben. Also wir haben das Gefühl, Social Media, da kann man schon eigentlich einen Haken dran machen. Und das machen übrigens die großen Konzerne auch. Das ist ein Spielballgarten für die. Wirklich spannend wird es da, wo wir ständig sind, im Auto als sozusagen gesamtmediatisiertes Technologie, sag jetzt mal, Stück. Unser Zuhause, da, wo wir uns aufhalten, da, wo die interessanten Dinge passieren, die wir im Leben tun. Ich glaube, es ist ja kein Zufall, nicht, dass nun Google diese Autos baut, dass Google die Technologie gekauft hat, um in die Häuser sozusagen diese Technologien, die toll sind, die auch Spaß machen, die das Leben nochmal verändern werden. Aber ich sage immer nur mit der Datenflut, oh, da haben wir gerade erst angefangen. Frau Hörter, haben wir die Datenflut im Griff? Und wie sieht es vor allen Dingen mit den Generationen aus, die jetzt kommen, die in dieser Datenflut ja schon schwimmen gelernt haben? Ja, wenn Sie es gelernt haben, dann wäre es schön. Was ich noch so ein bisschen als Problem ansehe, ist, klar, wir müssen gucken, dass wir für uns gesetzliche Regelungen schaffen, was Datenschutz angeht. Aber gerade die großen oder die Global Player im Internet sind eben amerikanische Konzerne und die kümmern sich relativ wenig um deutsches Datenschutzrecht. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass wir da gar nicht groß Einfluss drauf ausüben können. Wir können natürlich im Kleinen anfangen, dass man mal überlegt,
überlegt, gibt es nicht auch Alternativen? Also wenn Politik das will, dann kann man auch ähnliche Produkte oder Dienstleistungen fördern und unterstützen, die vielleicht eher den deutschen Datenschutzbestimmungen entsprechen werden, weil ansonsten werden wir die großen Mengen, die wir da Daten, die wir da verbreiten, nicht einfangen können. Und was ein bisschen das Problem ist, dass man nicht weiß oder nicht einschätzen kann, was denn da überhaupt mit passiert. Und es ist auch ja, für Kinder und Jugendliche noch schwieriger, überhaupt das überhaupt einzuschätzen und für Erwachsene aber auch eigentlich. Vielen Dank. Wir haben jetzt doch noch eine Meldung. Das Mikrofon ist da ganz hinten, es kommt aber gerade angelaufen. Ach so, dann haben wir sogar zwei Meldungen. Ja, mein Name ist Dieter Klein. Ich habe eine Frage. Wir haben über uns gesprochen, die wir alle im Arbeitsleben stehen. Wir haben über die nachfolgenden Generationen gesprochen. Was mir echt Sorgen macht, ist die ältere Generation, die jetzt über 80 sind und die Gesellschaft wird immer älter. Und ich habe selber eine 85-jährige Mutter, die ständig damit konfrontiert wird mit Anrufen, ob sie nicht doch ein Internet haben wollte und, und. Also viele andere Dinge, die digitalisiert worden sind und ich ihr immer zur Seite stehen muss und sagen muss und ja Mutter, pass auf, das mache ich jetzt für dich und brauchst dich nicht weiter darum kümmern. Aber bei diesen älteren Menschen oder alten Menschen ist auch eine ganz, ganz große Sorge, nicht mehr mitzukommen in unserer Gesellschaft. Frau Timm, wollen Sie? Kann ich nur bestätigen. Also wie gesagt, in dem alten Bericht, dem letzten alten Bericht, haben wir das zum ersten Mal ganz groß gemacht. Zum ersten Mal ein ganz großer Abschnitt über Technologie und Alter. Und ich kann Ihnen einfach nur zustimmen. Und da braucht es, fürchte ich, jetzt sage jetzt mal persönlich, die Familie. Ich wüsste wenige Strukturen, außer den wirklich auch tollen Seniorenzentren, die fantastische Kurse anbieten. Also ich war jetzt zum Beispiel... Google hat einen Preis gegeben für die besten Aktivitäten von Senioren über 80. Ja? Also die haben Google Hangout organisiert. Also es gibt viele Aktivitäten, aber ich glaube, das ist dann doch die Verantwortung von uns als Kindern. Ich habe auch 87-jährigen Vater, aber der hat ein iPad und der ist total begeistert davon. Also ja, wir sind so eine Technologiefamilie. Ja? Aber ich glaube, da haben wir auch eine Verantwortung, alle. Ja, und was ich ganz schlimm finde, nur um das kurz zu sagen, wenn zum Beispiel jemand wie die Deutsche Bahn, ja, die nun wirklich einen Kernbereich unseres Lebens gestaltet, inzwischen wirklich an den Automaten den älteren Leuten fast keine Chance mehr lässt. Das ist schlimm. Und da sollten wir wirklich auch einfach dann als Verbraucher ja, protestieren. Vielen Dank. Wir haben da hinten nochmal eine Meldung. Ja, Bielefeld mein Name. Ich habe eine Frage nochmal zurück zu dem, was Frau Hörter auch eben gesagt hat. Wir brauchen gesetzgeberische Maßgaben. Das hat Herr Montag am Anfang schon oft gesagt. Nochmal in Bezug auf das, was dann Frau Timm gesagt hatte mit der digitalen Revolution und es zieht alles ins Wohnzimmer ein und unsere Fahrzeuge werden irgendwie connected und sowas. Ich frage mich, es gibt die eine Seite von Datenschutz, sowas wie das, was ich bei Twitter oder Facebook poste, darf eben nicht weitergegeben werden, solche Sachen. Das andere sind Verbindungsdaten, Metadaten, der ganze Krempel, der hinten dran hängt, dass ja viel besser maschinenauswertbar ist und das auch viel mehr bei uns verrät. Hat der Gesetzgeber da, gerade wenn die Anbieter in den USA oder weltweit irgendwie agieren müssen ja auch, hat der Gesetzgeber da überhaupt eine Chance, uns davor zu schützen? Oder ist das was, wo nur wir uns eigentlich durch Datensparsamkeit, durch technische Maßnahmen vorschützen können? Sie haben alle drei genickt, deswegen darf auch jeder, der was möchte, von Ihnen was sagen. Also ich würde mich bisher noch nicht auf die Gesetzgebung oder die Produzenten verlassen, sondern appelliere an einen bewussten Umgang mit Daten. Naja, wir haben ja das erste gesehen mit dem Recht auf Vergessen, in Anführungszeichen. Wenn Sie mal die amerikanische Presse, ich war jetzt gerade in den USA, es ist unglaublich, die haben das Gefühl, da ist die Revolution im Gange und die sind alle völlig bekloppt, die Europäer. Also wirklich, das war phänomenal. Ja, die können es überhaupt nicht verstehen. Ich finde das gut, ja, weil es gibt eine unterschiedliche Kultur, die wir haben, die ist auf ganz alten Traditionen, die Amerikaner haben den Freiheitsbegriff, ja, die leben einfach in einer ganz anderen Normativität als wir. Und plötzlich haben wir ein System, was diese unterschiedlichen Gesellschaften, die Asiaten denken ja auch noch anders als wir, ja, verbindet, zwangsweise. Und da müssen wir in einen globalen, deswegen ist dieser globale Punkt extrem wichtig, vorbei mit Deutschland, vorbei mit nur Frankreich. Wir reden nicht mehr über Ländergrenzen. Ja? Wir reden wirklich über globale Normativität. Und dazu braucht es einen globalen Diskurs. Und ich bin sehr gespannt,
ob das passiert, dass wir wirklich einen, sag jetzt mal, einen Kommissar bekommen für Internet auf der europäischen Ebene. Ich finde den Vorschlag super. Ich glaube auch, dass das kommt. Und dann bin ich mal gespannt. Herr Montag, wollen Sie auch noch was sagen? Sonst würde ich die nächste Meldung. Genau, das passt auch ganz gut. Mein Name ist nämlich auch Montag. Insofern hat das so oder so gestimmt. Ich möchte ganz gerne dem jungen Mann hier noch auf seine Frage antworten, beziehungsweise auch hier ganz kurz einen Einwurf in den Diskurs geben. Ich selber komme eher aus der Wirtschaft, während ja hier schon verschiedene Disziplinen auch zu Wort gekommen sind. So versuche ich dann mal meine Sicht der Dinge ganz kurz in einen Satz zu packen. Ich selber als, sagen wir mal, defensiver, aber doch präsenter Internetnutzer, also ich bin auch nicht bei Facebook und ich habe auch kein WhatsApp, aber ich weiß sehr wohl, wie man das zu bedienen hat. Ich als defensiver Internetnutzer baue so ein bisschen auf die Selbstreinigungskräfte des Marktes, also der Marktwirtschaft. Will da eigentlich nur auch der jungen Dame da vorne, Sie hatten sich eben nicht aufgeregt, aber Sie haben schon zu bedenken gegeben, dass Sie sich da unten bei dem Tracking-Modell etwas auf die Füße getreten haben, dass Sie sich da nicht wiederfinden und dass das eher schon erschreckend und verstörend sei. Ich kann da nur einen kleinen Ausblick darauf geben. Ich habe kürzlich mit einem guten Freund von mir, der auch bei der Telekom übrigens beschäftigt ist, gesprochen. Und der hat genau über die Thematik und der hat mir zu verstehen gegeben, also ist alles nicht so schlimm und deine Marktthese, die stimmt nämlich auch, denn die Wirtschaft hat schon gegenreagiert. Es gibt zwei ehemalige Google-Manager, die haben das Problem ebenso für sich erkannt, haben sich selbstständig gemacht und haben jetzt eine App und ein kleines Programm entwickelt. Das kann man in jedem Browser der Welt installieren. Das trackt dann wiederum, wer mich trackt im Internet und liest das dann aus und gibt mir quasi eine Auswertung. Folgende 25 Leute haben dich, als du auf zeit.de gewesen bist, getrackt und blockieren das auch gleichermaßen. Aber Selbstbereinigungskräfte des Marktes, das Ding hat nur einen Krähenfuß. Das ist in der Beta-Version, das wird noch getestet und wenn es dann live in der offiziellen Version erscheint, dann muss man dafür Geld ausgeben. Und die Crawler ändern sich täglich. Also das Ding, nett, aber die Informatiker unter Ihnen werden da wahrscheinlich auch drüber schmunzeln. Jetzt haben wir noch eine, jetzt haben wir sogar noch zwei letzte Fragen. Dann überziehen wir ein ganz bisschen. Wenn Sie eine kurze Frage stellen, wäre das ganz wunderbar. Das wäre gar keine Frage. Das wäre wieder eine Antwort an den Herrn. Man kann sich längst gegen Tracker wehren. Wenn man zum Beispiel Firefox benutzt, kann man Ghostree installieren. Es gibt schon lange viele Adblocker. Adblock Plus ist ja inzwischen etwas verschrien. Dann gibt es Adblock Edge und wie sie alle heißen. Es gibt haufenweise Lösungen. Und da muss man nicht... Die sind auch frei. Ja, ja gut, klar, es gibt immer den kommerziellen Aspekt, aber auch zum Beispiel in Sachen App-Berechtigungen gibt es für Android zum Beispiel auch Lösungen. Android hinkt da ja in der grundsätzlichen Systemfunktionalität leider ein bisschen hinter Apple her. Aber es gibt alles. Man muss sich nur darüber informieren, wie man das tatsächlich bewerkstelligt. Vielen Dank. Vielleicht können Sie sich gleich noch austauschen. Wir haben noch eine allerletzte Meldung ganz hinten, glaube ich. Es sei denn, da ist sie noch. Ja, das ist eigentlich keine Frage, sondern eine Sorge, die ich ausdrücke. Was passiert eigentlich, wenn der Saft abgedreht wird? Was passiert eigentlich in unserem Land, wenn so ein Satellit, der keine GPS-Daten mehr sendet, irren dann die Leute auf dem Kölner Ring rum? Wissen die, wie sie nach Hause kommen sollen? Das ist ein Riesenproblem. Ich war vor einiger Zeit im Krisenzentrum, wo es um Cyberangriffe geht. Deutschland ist extrem empfindlich. Sehr viele Anlagen sind extrem gefährdet. Unser Amt, ich arbeite in einer Bundesbehörde, wir sind mehrfach an großen Angriffen ausgesetzt worden. Unsere Datenbanken sind zum Teil kaputt gemacht worden. Das ist wirklich harmlos noch in dem Bereich. Aber was ich eben extrem mir Sorgen bereitet, dass weil da steht, digital ist schlau, steht über ihn. Die Frage ist wirklich, ob wir noch schlau sind. Die Frage Kinder können, Erwachsene können keine Blumenpflanzen mehr erkennen. Sie können einfache Dinge des Überlebens eigentlich schon nicht mehr machen. Da ist so viel Wissen verloren gegangen, was man dann mal kurz abruft im Netz. Ach ja, klar, das ist ja Alpenfeilchen, ne? Okay, kriege ich raus. Aber kann ich das essen? Keine Ahnung, muss ich eben nachgucken. Aber Gott sei Dank, ich habe mein Smartphone dabei. Das Leben kann ganz schön in die Hose gehen, weil sowas natürlich nicht wie in Syrien bei uns wahrscheinlich passieren wird. Aber wenn wir, ja, wir als Mensch, unsere Kinder, wir Erwachsene,
Grundkompetenzen nicht mehr haben, was Leben ausmacht. Und das hängt zum Beispiel auch mit Kommunikation zusammen, zwischenmenschliche Kommunikation. Wenn ich nur noch daddel, aber nicht mehr in der Lage bin, mal kurz bei meinem Nachbarn anzuklopfen und sagen, hör mal, kannst du mir ein Ei geben? Sondern eigentlich über das Internet gehe, vielleicht ist er ja zufälligerweise online und meldet sich, ah du, ich wohne in deiner Nähe, wenn wir uns vielleicht am Marktplatz treffen, kann ich das Ei übergeben, weil ich überspitze das jetzt so ein bisschen. Ich frage wirklich, digital ist wirklich so schlau? Fragezeichen. Vielen Dank. Ich würde die Frage als allerletzte noch ganz kurz in die Runde geben, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Herr Montag, Sie dürfen anfangen. Ja, ich gebe Ihnen total recht. Also ich glaube, wir haben das Problem, wir sind sehr vulnerabel geworden und mit jedem Schritt, den wir weitergehen, das heißt, wenn wir Autos eben stärker in den Big Data Stream einschleusen, wenn wir die ganzen Geräte zu Hause, Rollladen hoch und runter fahren, Mikrowelle und so weiter, alles digital steuern, dann ist natürlich das Missbrauchsrisiko jedes Mal umso größer. Autos, wir können an OCB-Steckern heute auslesen, Onboard-Diagnostik, ob jemand aggressiv Auto fährt oder nicht. Das sind alles Dinge, da muss man sich natürlich die Frage stellen, nochmal, wollen wir das und wie weit wollen wir gehen? Deswegen ist die Debatte von großer Bedeutung. Das andere, das zweite ist, natürlich müssen wir uns die Frage stellen, wie wollen wir eben miteinander sozial kommunizieren? Wir haben alle ein Grundbedürfnis, ganz klar ein Grundbedürfnis danach, Freundschaften zu pflegen. Das ist nämlich sehr, sehr belohnend für uns eben. Und ich bezweifle, dass eben Freundschaften, die man nur noch digital bedient, uns so erfüllen werden wie eine echte Offline-Freundschaft. Vielen Dank, Frau Timm. Ja, ich glaube, man hat immer vor diesen Veränderungen Angst. Ja, also ich will jetzt ja nicht auf die Erfindung des Autos, wo die Menschen gedacht hatten, das ist ein Monster, ein Drache. Und ich will auch nicht auf die Erfindung des Telefons zurückkommen müssen, wo die Menschen dachten, das ist ein Geist der Stimme. Ich glaube, dass das Problem, was wir im Moment haben, dass es alles so schnell geht. Ich glaube, das ist eines von den wirklich ganz großen Themen. Denn die Adaption an die neuen Technologien, die hat jede Generation auf ihre ganz eigene Art und Weise. Ja? Und wir sind im Moment eben konfrontiert mit einer Veränderung, die für unseren Verstand, glaube ich, weil es ja nicht nur innerhalb von zwei Generationen wie das Automobil, sondern innerhalb von einer halben Generation ja, schon heute passiert ist, das macht uns Probleme. Ansonsten glaube ich, dass menschliche Bedürfnisse sich ihren Weg bahnen werden und dass sie vielleicht auf anderen Ebenen genauso zufriedenstellend sind, nur dass eben andere Regeln und Normen für die eine Generation und für die andere Generation herrschen wird. Also von daher bin ich nicht ganz so pessimistisch. Und ich glaube auch, dass der Gedanke, dass Kriege anders geführt werden, ja, vielleicht nicht mehr so blutig, den Gedanken hatten wir ja wirklich mal, also ein Cyberkrieg ist eine, haben Sie vollständig, absolut vollständig recht, eine große Bedrohung und auch für uns überhaupt nicht ermessbar, weil wir gar kein Konzept davon haben, ja. Andererseits sehen wir, dass die Kriege so bleiben, wie sie sind, blutig, grausam, aus Optionen und Gründen heraus, die überhaupt kein vernünftiger Mensch manchmal mehr nachvollziehen kann, also sehen bestimmte Grundkonstanten des Menschen scheinen sich nicht zu ändern, ja, trotz digitaler Technologie. Also von daher glaube ich, wir haben noch einiges vor uns und ich sehe es nicht ganz so pessimistisch wie Sie. Frau Hörter, Sie haben das letzte Wort. Ja, ich schließe mich da an. Ich halte immer relativ wenig von so Schlagworten wie digital oder ne, Fernsehen macht dumm oder digital ist schlau. Wir haben natürlich den Luxus, dass es uns die digitalen Medien einen riesigen größeren Fundus oder schnelleren Zugang zu viel Wissen offerieren und wir sind jetzt viel stärker gefragt, dieses Wissen dann auch zu selektieren. Ich fand mal ganz spannend, wo ein Schüler sagte, er fände das total blöd mit dem mobilen Internet, weil jetzt könnte er nicht mehr mit seinem Halbwissen angeben, weil das direkt nachrecherchiert würde, ob das denn wohl auch stimmt. Und ich glaube, das ist halt eher so der Punkt, dass wir das wirklich lernen zu differenzieren und zu selektieren. Vielen Dank. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Teilnahme, fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Wenn Sie sich noch weiter für die digitale Gesellschaft interessieren und noch nicht die Gelegenheit hatten, unten sich die Ausstellung anzugucken, ist das Schiff morgen nochmal in Bonn, dann allerdings am Stresemannufer. Sie müssen also ein bisschen weiter nach Süden laufen. Dann haben Sie noch einen Tag Zeit, sich die Ausstellung anzugucken oder es Freunden zu empfehlen. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend.